Es lädt. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon online. Huhu nach da draußen. Herzlich willkommen hier beim Koali. Und wir spielen heute ein kleines Interlude, ein Zwischenspiel zur Phileasson-Saga. Denn wie ihr ja beim letzten Teil mitbekommen habt, Backfisch musste ja leider aus privaten Gründen die Runde aufgeben. Und wir lassen uns nicht lumpen und haben prominenten Ersatz geholt, den guten Nasir Ibn Zahir al-Masrem natürlich, seines Zeichens ein Anhänger des Gottes der Reise und Wanderschaft, des guten Aves. Und ja, ich habe hier mal das Bild von dem Guten eingeblendet und ja, wenn ich das hier wegmache, dann werdet ihr gleich sehen, dass es sich um den guten Mischke handelt, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Ei, Gute. Der hier den guten Nasir heute verkörpern wird. Und wir haben uns eben abgesprochen, ein bisschen, wie wir heute starten. Es soll so ein bisschen die Vorgeschichte zu Nasirs Werdegang auf der bei der Phileasson-Crew werden und damit er nicht so plötzlich zu allen stößt und wir gar nichts über ihn wissen und die anderen so eingeführt sind und er einfach nur dazukommt, dann ist, ne, damit du nicht so ein Außenseiter bist. Und ja, erzähl uns doch mal etwas über den Nasir Ibn Zahir al-Masrem. Ja, der Nasir ist als Straßenjunge aufgewachsen, hat es immer durchs Leben geschlagen, hat es nicht ganz einfach, außer durch seine einzig wirklich gute Fertigkeit, Fähigkeit, seinen Charme. Wo andere Straßenkinder zum Beispiel von den dickbäuchigen Obsthändlern auf dem Markt verjagt wurden, hat es der Nasir durch ein nettes Lächeln und einen flotten Spruch immer mal wieder geschafft, einen Apfel oder sonst eine Frucht zu, na, erbetteln ist jetzt das falsche Wort. Eigentlich wäre da erschleichen besser. Ja, was ihn den ein oder anderen Neider in der Szene der Straßenkinder eingebracht hat, die ihn dann auch irgendwann mal wüst dafür bestraft haben, zum Beispiel in ein Fass eingesperrt haben für ein paar Tage, was ihm so einen kleinen seelischen Knacks hinterlassen hat. Und eines Tages traf er dort auf die gute Maya Mühlenquell, eine Avis-Geweihte, die in ihm wohl irgendein Potenzial entdeckte und ihn mit auf ihre Reisen nahm. Und ja, er sagt immer, ich bin schon mein ganzes Leben mit ihr unterwegs, weil er ziemlich jung war, beziehungsweise jetzt ist es wohl etwas mehr als ein halbes Leben, dass er mit ihr unterwegs ist. Aber das lässt man gerne mal unter den Tisch fallen. Und zur Zeit oder vor kurzem war er mit der guten Frau Mühlenquell oder Mutter Maya oder Mutter Zugvogel, wie er sie nennt, im Gebirge unterwegs, wo sie gestolpert ist und einen Abhang runterglitt und sich dort das Knie aufschlug, sich damit ziemlich verletzte und ärztlicher Behandlung bedarf. Und so befinden wir uns jetzt derzeit in dem kleinen Dorf Finsterwald, wo sie ärztlich versorgt wird. Da sie schon betagter ist, scheint die Wunde nicht mehr allzu gut zu heilen. Aber es gibt vor Ort einen Heiler, der sich um sie kümmert. Und der gute Nasir muss sich darum kümmern, dass der Heiler bezahlt wird, dass das Zimmer bezahlt wird und Essen auf dem Tisch steht. Ne? Einer muss ja hier, ne? Was machen? Einer muss für die Finanzen sorgen, ja. Und ihr seid auch schon länger vor Ort hier in diesem kleinen Dorf Finsterquell, als eigentlich gut ist. Und du hast auch dieses Fernweh hat dich auch schon wieder gepackt. Und man merkt auch der Maya an, dass auch sie das Fernweh weiter packt. Und ihr wollt eigentlich alle weg, aber die Verwundung, die sie davongetragen hat, ist einfach zu stark und es will und will nicht heilen. Und ja, und so muss man sich arrangieren damit, dass man hier erstmal festsitzt. Und außerdem naht der Winter und im Winterreisen ist natürlich, das wisst ihr am besten, etwas von den schlimmsten Dingen, die man machen kann, wenn man im unbekanntes Gebiet unterwegs ist. Und es haben auch schon die ersten Schneeflocken, die ersten fallen schon. Man merkt, dass es merklich kalt wird draußen. Und ja, so ist dieses kleine Dorf. Finsterquell. Was hast denn du in den ersten 2 Monaten, in denen ihr da jetzt schon festsitzt, gelernt, so über dieses kleine Dörfchen? Ich meine,
Es ist wirklich klein, aber das zeichnet ja irgendwie was Spezielles aus. Ja, also es ist eine typisch nordische Dorfgemeinschaft. Die Leute sind etwas zurückhaltender, verschlossener, aber herzlich und hilfsbereit untereinander. Wenn man da erstmal so ein klein wenig Fuß gefasst hat und jetzt nicht vollends akzeptiert wurde von der Dorfgemeinschaft, aber man damit lebt, dass sich Fremde im Dorf aufhalten und das nicht nur kurz. So habe ich es zum Beispiel geschafft, beim Bauer Binsenmann, Binsenkamm. Binsenkamm, Kamm, sorry, ja, zu einer Tagelöhnerschaft zu kommen. Ich helfe dort auf dem Feld, beziehungsweise jetzt gegen Winter ist die Ernte bereits eingeholt. Ja. Und ich helfe Holz hacken, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Aber das sieht jetzt auch langsam schlecht aus. Ich muss mir jetzt wirklich was einfallen lassen. Ja, auch denn die Wie wir da. Ersparnisse von Mutter Maya und von dir neigen sich auch gen Ende und ihr werdet so nicht über den Winter kommen. Das ist schon abzusehen, ja. Sieht schlecht aus, ja. Irgendwas müsst ihr tun. Und es gibt noch eine zweite Sache, die ziemlich besonders ist an diesem Dorf. Also es ist nicht besonders, dass diese merkwürdigen Leute, die hier wohnen, also es sind halt Hinterwändler irgendwie, die sind sehr, sehr, sehr abergläubisch. Deswegen haben sie euch auch mehr geduldet als sonst, weil wer schickt schon zwei Geweihte weg, wenn sie denn in das Dorf kommen und um die Hilfe von der Dörfler ersehen. Deswegen werdet ihr auch mit sehr, sehr günstigen Preisen versehen für Zimmer und für die Heilerschaft. Aber so langsam, naja, ihr wollt den Leuten ja auch nicht auf der Tasche liegen. Und es ist sehr, 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 sehr schwer. Wahrscheinlich könntet ihr euch durchschnorren den Winter über. Aber das wäre schon fürs Gewissen nicht besonders gut. Und Maya sagt auch jedes Mal, wenn sie mit dir redet, wir müssen irgendwie schaffen, irgendwie vielleicht zu viel Geld zusammenzukratzen, dass wir einen Esel kaufen können oder so. Oder jemanden einen Esel abschwatzen, dass wir mit dem Esel weiterreiten oder so. Falls das würde irgendwie gehen, auch wenn es dann weh tut oder so. Und der Arzt sagt jedes Mal, nein, 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 bloß nicht transportieren. Auch nicht per Esel. Und naja, aber die gute alte Frau ist sehr, sehr störrisch. Das hast du im Laufe deines Lebens auch schon mitbekommen. Und sehr strukturiert für eine Avis-Geweihte. Das heißt, sie predigt zwar ständig die Freiheit und den freien Willen, aber jedes Mal, wenn du irgendwas falsch machst, kriegst du einen drüber mit dem Wanderstock. Das hast du schon ein oder das andere Mal mitgekriegt. So in Ordnung muss sein. Ja, sie ist sonst ist sie aber eine sehr genügsame alte Dame, ja. Und in diesem Dorf, das hast du mittlerweile auch schon mitbekommen, gibt es ja, diesen Aberglauben. Das Dorf ist eingezwängt zwischen zwei Wäldchen, einem dichten Laubwald, den man den Finsterwald nennt, und einem etwas lichteren, weniger bewachsenen Tannenwald, den man den Lichtwald nennt. Und ja, in diesem Finsterwald, da wohnen die Monster. Und da geht niemand hin. Und um ein ums andere Mal hast du schon am Waldrand gestanden, hast die Wege, die Pfade, die in den Wald hineinführen, angesehen und hast gesagt so, wenn hier doch niemals jemand in den Wald hineinläuft, warum sind die kleinen Pfade dann so sehr gepflegt? Es kann nicht nur von hin und wieder ein paar Wanderern sein, die unbedarfter hineingehen. Man erzählt dir, jedes Mal, wenn ein Wanderer durchs Dorf kommt und diese Pfade nimmt, kommt er nie wieder zurück. Und man hört es nachts Schreie aus dem Wald. Also solche Sachen werden erzählt. Niemand geht in dieses kleine Wäldchen hinein. Was natürlich, naja, alles Humbug ist. Habe ich denn schon mal Schreie gehört, seit ich in dem Dorf bin? Nein. Du hast allenfalls, wenn ihr euch ein bisschen, ich habe ich ein bisschen geklaut aus einem Film. Wer es weiß, kann es ja in die Comments schreiben. Ja. Ein paar Kinder spielen sehen, ein Mutprobenspiel am Rande des Waldes. Ne? Wer traut sich am nächsten an den Wald heran? Und dann laufen sie los und wer als letzter stehen bleibt vor dem Wald, der hat gewonnen. Das gibt es ein ums andere Mal, aber auch die Kinder trauen sich halt, gerade die Kinder trauen sich nicht in den Wald. Und doch muss es da irgendetwas geben in diesem Wald, denn man kann so durch das Unterholz ein bisschen an den Wegen vorbei,
zum Beispiel einen alten, verfallenen Brunnen sehen, der da irgendwie steht, aber auch den, das Wasser ist vergiftet, da geht man nicht hin. Ne? Da holen sie lieber das Wasser von ganz weit, von einem Fluss irgendwie, niemand traut sich in diese paar Schritte in diesen Wald rein und da Wasser zu holen, da macht man lieber meilenweite Umwege und holt Wasser vom Fluss. Ja. So stark ist dieser Aberglaube schon vorher vorangeschritten. Ja, und wir sind quasi an einer lauschigen, vorwinterlichen Nacht. Es ist kalt draußen, aber irgendwie ist dem guten Nasir gar nicht so kalt. Man sieht ihn auf dem Rücken liegen, in eine Decke gehüllt, den Oberkörper frei, mit den Armen verschränkt, hinter dem Kopf, mit dem Blick nach oben. Er liegt in einer Scheune vom Bauer Binsenkamm, dort, wo er immer nächtigt, oben auf dem Dachboden bei den Schafen und Ziegen, weil das ist einfach umsonst und das Zimmer, ne, kostet. Und so liegt er da und schaut wiederholt durch dieses kleine Loch im Dach und sagt sich, irgendwann, wenn jetzt der Regen einsetzt, irgendwann wird es hier richtig nass drin. Und irgendjemand sollte dem Bauer mal sagen, dass da ein Loch im Dach ist. Aber ich nicht. Und so schaut er nach oben und kaut weiter genüsslich auf der Ähre herum, die er sich gestibitzt hat, und macht einen tiefen Seufzer und schaut in den Sternenhimmel, denn es ist eine sehr, sehr sternenklare Nacht. Und was siehst du denn im Sternenhimmel, wenn du nach da oben blickst? Was sind deine Gedanken? Ob ich diesen Ort auch irgendwann mal bereisen werde? So weit weg. Interessieren würde es mich ja schon, was dort oben wohl ist. Nur der Gott oder die Götter, den meine Mutter an, den wir anbeten, und die anderen Brüder und Schwestern, Vater von Avis, die Mutter Fex und Raya, was ist dort wohl? Reizen würde es mich ja schon. Und so, irgendwann. Und so blickst du sehnsüchtig gegen in den Sternenhimmel und siehst ein paar Sternschnuppen, wie sie über den Himmel fegen, immer durch dieses kleine Loch im Dachgeschoss, und man hört die Kühe von unten mit den Kuhglocken bimmeln und ein paar Schafe mähen. Und da regt sich neben dir die Gestalt, die mit dir unter der Decke liegt, dreht sich zu dir herum, legt den Arm um dich und sagt so, oh, bist du immer noch wach? Ja. Täubchen. Ich habe den Sternenhimmel betrachtet. Es ist so wundervoll. Fragst du dich nicht auch manchmal, was dort wohl ist und ob und wie man dorthin kommen kann? Ich habe ganz andere Sorgen, das weißt du auch. Du hast gerade bei mir gerobbert, sorry. Ich habe ganz andere Sorgen und das weißt du auch. Wir haben alle Sorgen. Schau mal, meine Mutter liegt schon seit vielen, vielen Wochen verletzt in ihrem Zimmer, und der Winter kommt. Ich kann nicht mehr viel für deinen Vater tun. Ich muss gucken, dass irgendwo Geld herkommt, um meine Mutter zu pflegen. Ach, den bequatsche ich schon. Den bequatsche ich schon. Wir freuen uns natürlich immer, wenn uns 12 Göttergläubige helfen, aber wir wollen auch nicht irgendwie als Schnorrer und auftreten. Wir haben auch eine gewisse Art von Stolz. Müssen wir da jetzt drüber reden? Die Nacht ist viel zu schön, oder? Über was möchtest du denn reden, mein Engelchen? Sie seufzt und gibt dir einen dicken Schmatz auf die Wange und kuschelt sich noch einmal energischer an dich, und so blenden wir langsam diese abendliche Szene dann auch wieder aus, weil es wird, glaube ich, flauschig warm. Trotz der Kälte draußen und dem Loch im Dach. Und am nächsten Morgen wirst du geweckt vom Lärm, der unter dir passiert, bei den Tieren. Irgendwie der Bauer ist schon unterwegs und hastig guckst du dich um, ob denn die Bauerstochter noch neben dir liegt. Natürlich tut sie das nicht. Denn das darf der gute Bauer Binsenkamm, der ein bisschen mürrisch ist und dich sehr, sehr
skeptisch beäugt, natürlich nicht wissen, dass da irgendwie groß was läuft. Denn der Gute hat es, was du auch gemerkt hast, und das ist eben das Problem, was die Gute Anna hat. Es geht um die Verhandlungen, um die Heirat zwischen Anna und dem Schmiedersohn, dem Sohn von dem guten Schmied Hasenrad. Ja, und du wirst halt geweckt von den Arbeiten, die unten ist. Die Tiere werden rausgeführt. Und durch das Loch im Dach scheint ein morgendlicher Sonnenstrahl auf dich hinab. Gerade so, als wollte er dich genau da wecken, wo du jetzt gerade bist. Denn er scheint dir genau ins Gesicht. Aber auch nur dort. Ja, der Sinn steht mir gerade nach einem lauten Gähnen, aber das lasse ich lieber. Ich strecke mich einfach genüsslich. Zieh mich an. Würde noch irgendwie gucken, ob da irgendwelche verräterische Dellen von zwei Personen im Heu sind. Wenn ja, würde ich die ein bisschen aufwuscheln. Oder zumindest die eine, sodass man nur meine sieht. Mhm. Und würde dann die Leiter runterklettern zum Bauer. Einen wunderschönen guten Morgen, Bauer. Ja, du weißt, wie er heißt. Der heißt Firnmar. Firnmar. Mhm. Firnmar Hasenrad. Und er schaut dich an mit einem sehr runzligen Gesicht und seinem wettergegerbten runzligen Gesicht und hat die Augenbrauen tief nach unten gezogen. Sie rast schon zornig aus, obwohl du weißt, es ist eigentlich sein normales Gesicht. Und ja, ruft dir zu: Wieder verschlafen, Hasir! Mitnichten, Firnmar, mitnichten. Ich habe oben schon das Heu portioniert für die Kühe und die Schafe heute Abend, sodass wir es einfach auch herunternehmen können. Aber jetzt nochmal im Ernst: Breiots Antlitz scheint auf uns herab, kurz bevor Firun das Land in seine Umarmung nimmt. Dieser Tag muss doch wundervoll sein. Ja, das stimmt. Aber bevor wir heute Abend das Ganze genießen können, erst Arbeit, Arbeit, Arbeit. Natürlich. Die Reste vom Holz müssen gehackt werden. Sehr wohl, ich mache mich direkt an die Arbeit. Und dann müssen wir noch etwas Wasser vom Fluss holen. Was und wo frühstücke ich normalerweise? Suchst dir aus, wo frühstückst du? Ja, da ich beim Bauer arbeite, würde ich sagen, beim Bauer. Okay, hast dich in den schleicht dich ins Haus und versuchst dann von der Bäuerin noch ein bisschen eine Schnitte Brot und ein bisschen Käse abzustauben. Ja. Ein bisschen Milch vielleicht, irgendwie, wenn der Bauer raus ist, eben schnell mal die Ziegen abgezapft oder so. In die Küche schleichen, während sie gerade irgendwie den Brotteig macht und. Guten Morgen! Muss euch kurz verwechselt haben. Ich dachte, Raja persönlich stände in der Küche. Oh. Du bist immer so galant. Feenholde heißt die Gute übrigens. Feenholde. Feenholde, ja. Ja. Feenholde könnte ich euch vielleicht um ein kleines etwas zum Frühstück bitten. Ich soll direkt los zum Holzhacken und ihr wisst, diese Arbeit ist sehr energieraubend und für dich aber doch immer gerne. Ihr seid ein Engel. Ihr habt nicht nur Rajas Schönheit, ihr habt auch Travias Güte. Ach, hör auf. Nimm dir den Käse da drüben. Hab Dank. Ja, dann schnapp ich mir den Käse und guckt noch, ob ein Stück Brot daneben dran liegt. Ja, bestimmt. Irgendwie was, ein paar Krümel, so ein paar Schnitten von gestern irgendwie. Genau, ja. Ich bin da nicht wählerisch. Ja. Jetzt wann das Mann ist mal Schlimmeres gewohnt. Auf jeden Fall. Die Frau kann auch sehr, sehr gut backen. Ja. Wie sich das gehört. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis später. Ja. Ich wünsche dir auch einen arbeitsreichen, aber erfolgreichen Tag. Wie immer. Wir tun alle unser Bestes. Ja. Ich würde dann mich erstmal leise zum Holzplatz begeben, dass der Bauer nicht merkt, dass ich im Haus war.
Ja. Würde mir die Axt schnappen, gucken, ob man die nochmal schärfen muss oder. Ja, wär nicht schlecht. Mhm. Die ist schon ziemlich, ja. Schleifstein in der Nähe? Ein Schleifstein gibt's beim Schmied. Ja, dann spute ich mich mal zum Schmied. Ja. Wie gesagt, es ist nur ein ganz kleines Dorf, da sind die Wege relativ kurz. Und ja, der Schmied ist so eine typische offene Schmiede mit, und man merkt schon die Wärme, die seine Schmiede verursacht. Er hat ja Äste schon angeschmissen und schmiedet gerade ein paar Hufeisen vor sich hin. Man hört das Klingen des Hammers. Und quasi beheizt er auch zu dieser Jahreszeit so ein bisschen so den Marktplatz mit. Ja, ich würde dann, sobald ich mich etwas vom Bauernhaus entfernt habe, fröhlich pfeifend über die Dorfstraße machen, über den Marktplatz zur Schmiede. Und wer ich sehe, dass der Schmied auch schon den Hammer schwingt. Guten Morgen, Herr Schmied. Von dem weiß ich den Namen noch nicht. Ja, du weißt, dass er Hasenrad heißt. Und, ja, guten Morgen, Schmied Hasenrad. Ein Schwung, da würde Ingrim blass werden. Ihr versteht euer Handwerk. Was wird es denn heute? Neue Hufeisen. Das ist wichtig, kurz vor Winter. Für das Gespann vom Bauern. Oh, dann, ihr wisst ja, er bevorzugt nur das Beste für sich und seine Familie. Ich hoffe, er hat auch das beste Silber dafür. Die letzte Lieferung hat er noch nicht bezahlt. Das sieht doch gar nicht ähnlich. Nun, vielleicht, da kann ich euch jetzt keine Auskunft drüber geben. Ich könnte mal mit ihm reden, wenn ihr möchtet. Worüber will der Knecht denn mit seinem Meister reden? Ihr seid doch der neue Knecht, nicht wahr? Ja. Ja, ich Papa, er ist der Knecht. Und hinter ihm tritt ein großgewachsener, breitschultriger Jüngling auf, der ungefähr dein Alter hat, kurze Haare, so ein Backenbart und du erkennst den Boromil Hasenrad, den Mann, der wohl die gute Enna heiraten soll. Ah, Gesinde, Papa. Boromil, guten Morgen, hau ihm so spielerisch auf die Schulter, ein Ochse von einem Kerl. Da wird Praios Licht dunkel, wenn du den Raum betrittst. Ja, als du ihm versuchst, so auf die Schulter zu klopfen, weicht er dir elegant aus. Sagte, hey, so haben wir nicht gewettet, Freundchen. Wir haben gewettet? Entschuldige, das muss mir entfallen sein. Ach, verzieh dich. Würde ich gerne, allerdings schickt mich der Bauer mit einem Auftrag her. Ich müsste die Axt schärfen. Na dann los, und danach verzieh dich. Und du läufst so. Sehr wohl, der Herr, sehr wohl. Und während du zu dem Schleifstein, dich umdrehst, zum Schleifstein rüber gehst, geht er an dir vorbei und gibt dir so einen Rempler mit, dass du so kurz über den Schleifstein fallen würdest, aber du kannst mal eine Probe machen auf deine Körperbeherrschung. Muss ich gestehen, ich habe keine Würfel mehr. Ah! Dann beruhle er welche. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, man alles gedacht, nur nicht an die Würfel. Ja, ohne Witz. Dann hast du gedacht, ja, spiel mit Koali, da brauche ich keine Würfel. Ja, bin ich mir nicht gewohnt, sonst. Hast du welche irgendwo in Reichweite, die du holen kannst? Dann hol sie schnell. Dann müsste ich ganz kurz aus dem Zimmer flitzen. Ja, dann hol sie schnell. Ich mache eben dein Charakterbild wieder ein und sag mal Hallo zum Chat. Hallo Old School, okay, hallo das. 1930. Schön, dass ihr dabei seid. Und zuseht. Ja, das ist der einzige Nachteil, den man natürlich hat, wenn man hier über Twitch spielt. Das Würfeltool vom Google Hangouts hat man natürlich dann nicht zur Verfügung, wo man einfach nur anklicken muss und dann funktioniert es sofort. Deswegen muss der gute Mischka jetzt Würfel holen gehen. Allerdings finde ich dieses Gefühl von den Würfeln in der Hand, wenn sie rollen, dann doch schön. Und ich will es nicht missen. Das ist so ein bisschen Tischrunde, die man sich behält, oder? Was sagt ihr? Mein Chat redet nicht mit mir. Naja, gut.
alle stumm. Oder des Schreibens nicht mächtig. Oder zu eingeschüchternd von dem guten Nasir. Wahrscheinlich muss er die Würfel erst noch zurechtschnitzen oder in den Backofen legen, damit sie besser funktionieren. Oder er hat einfach ein riesiges Anwesen, wo er wohnt. Eine Villa und muss jetzt erstmal die 12.000 Etagen nach unten. Aber ich sehe ihn zurückkehren. Da ist er wieder. Ja, meine Feenhold hat mich nicht ohne Essen gehen lassen. Aber jetzt würfeln wir zuerst. Schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt meine richtigen Würfel. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Ja, siehst du, noch einen Grund hier. Wird Zeit, ja. Ne? Ja. So, eine Körperbeherrschungsprobe wolltest du haben. GE, perfekt. Und K.O. Ja, perfekt. Jetzt muss ich gerade gucken. 9 Punkte sind schon 4, 3 Erfolgsgrade, ne? Qualitätsstufen. Wie viel hattest du? Wie viel? 9 sind 3, genau. Mhm. Ja. Ja, dann stolperst du kurz nach vorne, kannst dich aber elegant abfangen und würde ich es packen, ein Bein nach hinten zu halten, sodass er selbst stolpert? Ich guck mal, was der Gesichtswürfel dazu sagt. Ja, das schaffst du. Fängst dich ab, tust noch eben schnell den einen Fuß nach hinten und zack, er liegt mit vollem Karacho, fliegt er in die Pfütze, die vor der Schmiede ist. Und ist von oben bis unten besudelt mit Schlamm. Mensch, Boromir, pass doch auf. Setz dich an den Schleifstein. Ah, du! Und dann kommst du dir rüber. Ich krieg dich noch. Sei froh, dass du mit dieser komischen Schnepfe unterwegs bist, sonst hätte ich dich schon längst in den Wald rausgeschickt. Warum denn in den Wald? Ja, weißt du auch, was in dem Wald mit den Menschen passiert, nicht wahr? Ich hab mir eigentlich gedacht, wir gehen irgendwann mal dahin, so als Mutprobe. Wir zwei zusammen. Nein, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, Nasir. Mich kriegen keine 10 Pferde in den Wald. Ich hätte dich für mutiger gehalten, aber entschuldige. Niemand kommt lebend aus dem Wald zurück. Ihr habt noch niemanden rauskommen gesehen. Das heißt nicht, dass er auf der anderen Seite vielleicht rausgeht. Nein. Und der dreht sich um, klopft nochmal die letzten Schlammreste von seiner Kleidung und läuft dann Richtung Taverne. Also, was heißt Taverne? Es ist so eine kleine Schenke. Aha, am frühen Morgen, ich verstehe. Ja, ich beeile mich natürlich, die Axt scharf zu machen, weil ich sollte ja schon lange am Arbeiten sein. Ja. Ja. Ja, und es dann, dauert auch länger, als du dachtest und ja, du schaffst es aber relativ schnell, die Axt dann doch noch hinzukriegen, irgendwie so. Ja, aber du bist ordentlich in Zeitverzug. Ja, ich hab mir schon gedacht, ich mach nochmal ganz kurz eine Schärfeprobe an meinen Armhaaren. Mhm. Und dann, ja. Gut. Dann, wer das spielt, bis die Tage und mach mich los. Weil ich bin ja spät dran. Gut. Auf dem Weg zurück zum Holzhacken. Zum Platz, wo du Holz hackst. ja, läuft ja auch die gute
Anna wieder über den Weg. Zusammen mit zwei Freundinnen haben sie so Körbe und wo verschiedene Blumen drin sind. Und ja, die drei kichern dir entgegen und ja, lassen dich vorbeilaufen und wahrscheinlich. Ja, ich würde so meinen Filzhut schwenken. Guten Morgen, die Damen. Ja, du erntest ein Kichern von den Ja, also ich gucke jetzt keine Mädels besonders an. Ich versuche das ja einfach normal zu halten. Ja, und dann laufen sie an dir vorbei und tuscheln. Nicht, dass jemand Verdacht hat. Ja. Ja, dann würde ich mich schnell zu meinem Holzplatz machen und anfangen mit dem Hacken. Mhm. Ja, dann wirst du Holz hacken die nächsten paar Stunden, weil dann fällt dir Sieden heiß ein, als du fast schon fertig bist mit Holzhacken. Du solltest ja auch noch Wasser holen. Und der Fluss ist echt weit weg und die Sonne steht schon echt tief. Inzwischen. Oh weh. Also es ist schon so fast Zeit zum Mittag und du müsstest eigentlich schon fertig sein. Beine in die Hand, ja, Axt am besten, ja, wo die könnte ich ja auch da lassen. Was soll's? Hau ich dann den Hackklotz rein. Haben wir so ein Tragestell oder schleppen die einmal mit der Hand normalerweise? Ne, du hast so einen Schlitten, so eine Art Schlitten, wo man das Holz mit hin und her fahren kann. Ne, für das Wasser. Achso, das Wasser, ja, das haben die in so Schläuchen. Trageschläuchen. Okay. Kann man sich so in den Hals hängen und dann. Ja. Würde ich jetzt mal das tun, wo ich denke, dass die Priorität wichtiger ist? Wahrscheinlich Wasser, wenn die das irgendwie zum Kochen brauchen oder zum Waschen oder wie auch immer. Ja, dann schnappe ich mir die Trageschläuche und spurte mal los. Ja, dann kommst du irgendwann in die Weggabelung, wo es nach rechts in den Finsterwald geht und nach links in den dichten Wald. Und man kann von hier aus in den Finsterwald hineinsehen zu dem Brunnen. Ich schaue mich mal verstohlen um Richtung Dorf. Keiner da. Hey, was soll schon passieren? Ich meine, wenn das Wasser schlecht wäre, würde ich es ja riechen und ich hätte nur ein paar Minuten verloren, außer ich laufe jetzt zum Fluss, dann das wär, wenn du zum Fluss laufen würdest, dann würdest du bestimmt so eine halbe, dreiviertel Stunde brauchen. Ja, und es wäre ziemlich anstrengend. Würde wahrscheinlich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch und einem heiden Respekt vor diesem Finsterwald, da ja alle sagen, der ist verflucht, ja, erstmal munter drauf losgehen und je näher ich dem Wald komme, immer mehr so dieses beklemmende Gefühl in der Magen gegenkriegend und dann so im Wald erstmal von Baum zu Baum gehen. Ja, es ist generell, als du die Waldschwelle übertrittst, irgendwie den ersten Baum hast, irgendwie, man sieht auch so, dass dann so eine Pilzreihe fast schon als Begrenzungslinie da wächst. Mhm. Du übertrittst quasi diese imaginäre Begrenzungslinie. Erst mit einem Fuß, guckst dich um, hörst nur die ganzen normalen Waldgeräusche, ein paar Vögel, die zwitschern, kein Mensch guckt, noch ein Fuß und dann stehst du mit beiden Füßen im Wald. Ja. Aber nichts passiert. Gut, dann, ja, wie gesagt, würde dann so einen Schritt vor den anderen, irgendwie so ein bisschen von Baum zu Baum, wie so ein ja, Kind, das ich versuche zu verstecken, aber ja, das nicht genau kann. Und würde mich halt auf den Brunnen zu bewegen. Ja. Läufst dann die paar Meter, irgendwie, das sind so, keine Ahnung, 20, 30 Meter, die man in den Wald hineinlaufen muss. Wie gesagt, der ist auch einfach zu sehen vom Waldesrand aus. Und siehst dann so ein verfallenes kleines Häuschen. Das, wo man wirklich auch nur noch die Reste von sehen kann, also die Grundmauern. Das hat man von draußen nicht gesehen? Das hat man von draußen nicht gesehen, weil das so ein bisschen hinter den Bäumen versteckt war. Und halt vor diesem Häuschen ist halt dieser Brunnen, der halt auch zur Hälfte eingefallen ist. Der hatte wohl mal so einen Aufbau mit so einem Dach drüber und so, richtig. Und das ist so halb eingefallen. Man sieht noch ein paar Schindeln, auch wie sie auf dem Boden drumherum liegen. Und so, es war gemauert. Schön und hat auch so eine Seilwinde früher mal gehabt. Aber auch diese Mauer ist so halb eingestürzt nach außen allerdings, was ziemlich ausfällig ist. Interessant. Ja, da gucke ich mal, ob ich irgendwie Winde und so von dem Brunnen bedienen kann. Ja, die Winde ist noch halbwegs intakt. Das Holz ist relativ morsch.
Also müsstest ganz gut aufpassen, damit das Ding nicht in die Brüche geht. War da an der Wind ein Eimer dran? Ja, ist ein alter, rostiger Eimer dran. Ob ich da jetzt Wasser mitholen will, weiß ich nicht, aber ich würde das damit testen. Aber ich benutze die Winde nicht, weil zum einen wird die bestimmt einen Haufen Krach machen und die sieht nicht so vertrauenerweckend auf. Mhm. Ich würde einfach das Seil abrollen, immer mal so einen Meter ziehen und dann halt auch gucken, ob das hält. Ja, dir fällt auch auf, dass es ein ziemlich altes Seil ist und das scheint so aus, also weniger so ein richtiges Seil zu sein, mehr, es scheint so ein bisschen auch aus so, so Schlingpflanzen zu bestehen. Jemand hat so Schlingpflanzen zu einem Seil gedreht. Ach ja. Also hat da jemand die Natur gut ausgenutzt. Ein Kenner, ein Kenner. Ja, mach mal den Haltetest, wenn das hält, das Schranz hier, hält das auch irgendwie den Eimer. Wickel das halt so weit ab, wie ich, oder probiere auch aus, damit ich mit dem Seil irgendwie ans Wasser komme unten. Würde dann den Eimer nochmal festbinden, den Henkel. Und mal so einen halben Eimer Wasser hochholen, gucken, ob das Seil hält und dann halt auch an dem Wasser mal riechen. Mhm. Wenn es normal riecht, auch mal so ein bisschen probieren. Ja, das ist normales Wasser. Ja, wenn der Test nichts vor sich bringt, würde ich es halt mal eine Handvoll in den Mund nehmen und so gurgeln. Mhm. Dann merkt man ja Geschmäcker mehr. Und wenn das Ding normales Wasser ist. Du schmeckst ist. So ein bisschen so den Rost vom Eimer, weil es ein bisschen abfärbt so. Aber sonst schmeckt das einwandfrei, das Wasser. Ja, dann würde ich mal gucken. Jetzt fehlt mir irgendwas an Bindfaden oder so. Schnürsenkel habe ich keine. Ich wollte einen Stein an einem Wasserschlauch befestigen. Ja, der Wasserschlauch hatte so ein Tragegurt. Damit versuche ich irgendwie so einen Stein unten dran festzumachen. Mach oben um den Hals des Wasserschlauchs diese Ranke. Und lass den Wasserschlauch runter, um den zu befüllen. Okay, gut. Dann beugst du dich dann quer über diesen Brunnen rüber und darfst einmal eine Sinnesschärfenprobe machen. Oh weh. Laut pfeifend nichts mitbekommend. Du bist ja mit Wasserholen beschäftigt. Ja, definitiv. Man soll sich ja fokussieren. Das hat mir die Mutter Zufugel immer gesagt. Wenn man eine Arbeit macht, ganz genau mit dem Kopf bei der Sache sein. Mhm. Nicht immer. Die musst du übrigens auch noch besuchen gehen heute. Das ist richtig, da hatte ich noch keine Zeit für. Genau geschafft. Ja, werden die bis in die Puppen pennt. Oh jawoll, eine 1. Eine 1 und 10 Punkte, das heißt 3 Qualitätsstufen. Das 10 Punkte wären schon 4 Qualitätsstufen. Ja, 4 Qualitätsstufen und 1. Ich sehe die einzelnen Tropfen an dem Eimer runterlaufen. Falls ihr euch übrigens wundert, warum der gute 4 Qualitätsstufen haben kann, das habe ich letztens auch unter einem Video von mir gesehen. Wir spielen auf Stufe meisterlich. Ne? Also die Helden haben schon so ein bisschen was drauf. Ja, also mit den 4 Qualitäten merkst du auf jeden Fall, irgendwas ist hinter dir. Ich lasse aber das Seil schon runter, ne? Mhm. Lässt es gerade runter und guckst so über den Brunnenrand und auf einmal hast du so ein Ziehen im Nacken, so als ob da steht jemand hinter dir. Okay, ich würde dann mal eine Hand loslassen, dass ich mich besser umdrehen kann, aber schon bereit, den halt fallen zu lassen. Ich meine, Leben geht vor, könnte ja ein Bär sein. Mhm. Und drehe mich mal so um. Na, drehst dich langsam um und gerade aus den Augenwinkeln kannst du noch erkennen, wie irgendeine Gestalt ungefähr von der Größe eines Menschen hinter einem Busch verschwindet. Und zwar dem Busch, einem Buschwerk, das weiter im Wald ist und nicht hinten zur Straße, sondern im Wald ist. Boromir, bist du das? Ich hab ganz schön gelacht, kannst rauskommen. Keine Antwort. Und du merkst jetzt auch, wo du deine Stimme so ein bisschen durch den Wald hallt, dass die Tiere aufgehört haben zu singen. Also die Vögel hören auf zu singen und so generell die Waldgeräusche haben aufgehört. Das wird dir jetzt bewusst, jetzt wo du erst gesprochen hast. Das kann jetzt in dem Moment aufgehört oder als ich reinkam? Als du gesprochen hast. Also ist ungefähr zu diesem Zeitpunkt, wo du gesprochen hast, ist es dir aufgefallen. Ist ja jetzt Indiz dafür, dass es entweder haben sich gestört gefühlt durch mich oder das andere ist nicht Boromir.
Ja, da würde ich nochmal flugs den Wasserschlauch runterhängen lassen, sodass das durch die Fallgeschwindigkeit oder den Rückschlag nicht das Seil reißt, dass ich gleich nochmal hin kann. Aber ich höre meine Neugier in meinem linken Ohr rufen. Ja. Würde mal. Ich liebe Helden mit Neugier. ja. Mich dorthin begeben. Habe ich denn Wanderstab und so etwas bei mir? Oder? Sag mir es, ob du es mitgenommen hast oder nicht. Ja, wenn ich weiß, dass ich laufe, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also zumindest, wenn du schwer beladen bist mit Schläuchen, musst du ja auch für Steigungen dich ein bisschen abstützen können. Mhm. Also das fände ich schon sinnvoll. Definitiv. Okay, ja, dann hast du den mit. Ja, ja. Und würde dann auf diesen Busch zu gehen und so ja versuchen, eine sehr sanfte, weiche Stimme, freundliche Stimme aufzulegen. Hey, du bist nicht Boromil, oder? Ja, kannst du ruhig rauskommen. Du trittst so Richtung Busch und musst dabei ein bisschen so das Blattwerk halt zur Seite streifen. Irgendwie mit den Stiefeln trittst du mehr tiefer in den Wald hinein und trittst die Äste beiseite, die da sind. Es gibt ein Knacken und auch das hallt ungewöhnlich laut in deinen Ohren durch den Wald. Und dann versuchst du deine sanfteste Stimme auszupacken und du bist nicht Boromir. Und du hast so den Eindruck, als ob es wirklich in dem Wald hallt, als würdest du in so eine Höhle reinrufen. Aber okay. Das scheint irgendwie nur so eine Sinnestäuschung zu sein oder so. Und dann hörst du so eine Art, ja, sind das Glöckchen von weiter im Wald? Vielleicht so 20, 30 Meter, so, das klingt so ein bisschen wie der. So ein Windzug, so ein Glockenspiel. Ja. Abends in Gang setzt. Okay. Ich guck mal zurück auf den Brunnen, ob da noch alles so ist, wie es sein soll. Der Brunnen ist noch da. Ja, dann würde ich mich immer mal wieder so zurückblickend in die Richtung dieses Glockenspiels bewegen. Tiefer in den Wald hinein. Tiefer in den Wald hinein. Ja. Mach nochmal eine Sinnesschärfenprobe. Echt Glück. Ah, der war nicht so gut. Dann habe ich noch 7 Punkte, sprich auch 3 Qualitätspunkte. Ja. Dann huscht da etwas auf etwas Kleines quer über deinen Weg, nämlich ein kleiner Hase. Hey, mein Freund, du musst doch keine Angst haben. Ja, der huscht einfach so an dir vorbei und verschwindet dann wieder in irgendeinem anderen Hasenloch. Und du schaust ihm so ein bisschen nach und lauscht doch diesem Glockenspiel ein bisschen, als du im Augenwinkel, also aus dem Hasen guckst du so hinterher und dann siehst du im Augenwinkel wieder diese Gestalt, wie sie wieder hinter so einem Baum verschwindet. Möchtest du Verstecken mit mir spielen oder hast du wirklich Angst vor mir? Du kannst rauskommen. Ich bin ein Kind des Wandervogels. Ich habe nichts Böses im Sinn. Ich wollte nur Wasser dort vorne holen. Wenn ich mich dabei gestört habe, tut mir das leid. Dann musst du es nur sagen. Ich warte auf eine Antwort. Keine Antwort. Aber du hast das Gefühl, dass du hast jetzt diese Worte herausgesprochen, als ob so die letzten Silben von dem, was du ausgesprochen würdest, irgendwie von Widerhalt, von mehreren Stimmen zurückgeworfen wird oder so. Als ob jemand dich nachäfft. Ihr hört nicht oft menschliche Stimmen. Das wird auch der Grund sein, warum die Menschen im Dorf alle sagen, dass der Wald verflucht ist. Kommt doch raus, dann können wir uns unterhalten. Keine Antwort mehr. Und auch das Glockenspiel hat aufgehört. Es hat aufgehört? Ja. Oh. Ihr macht keine Musik mehr. Seid ihr traurig? Ich habe eine Flöte nicht. Wenn ich traurig bin, dann pfeife ich immer ein Liedchen und würde dann so ein Wanderlied anstimmen. Ja, sehr schön. Und würde dann leise pfeifend weiter in die Richtung gehen. Tiefer in den Wald rein? Genau. Okay. Ja, dann gehst du ein bisschen tiefer in den Wald hinein und du läufst bestimmt nochmal 100, 200 Meter weiter tief und das Dickicht wird viel, viel dichter und musst immer wieder Blätter beiseite schieben, vielleicht ein paar Äste abbrechen, damit du durchkommst.
und schaust dann so ein bisschen nach oben, instinktiv in die Bäume, ein bisschen Licht zu sehen, wo das Licht herkommt und so, wie, und ein bisschen einzuschätzen, in welche Richtung du dich bewegst. Und siehst, du hast dann so das Gefühl, dass oben in den Bäumen die Äste von dem Baum da, die wachsen merkwürdig gerade. Du guckst genauer hin. Ist fast schon so, als würden die eine Treppe oder so bilden. Sieht aber unter Pareine, das hast du nicht geschaffen. Ja, das ist definitiv Das nicht von Natur so gewachsen. würde ich mir anschauen. Ja, es ist halt hoch oben Das im Baum. heißt, ach so, okay, ich dachte, die würde irgendwie den Baum hochgehen, okay. Nee, die Treppe geht halt oben, ist oben in den Wipfeln und geht dann halt als Treppe in den nächsten Baum über. Eine erstaunliche Handwerkskunst gewachsen sein, kann das nicht? Habt ihr das gemacht? So. Die Büsche um, in den nächsten würde auch weitergehen. Gehst du weiter? Das nächste, was du vernehmen kannst, als du dann natürlich aufmerksam durch den Wald stapfst, ist ein Röhren von einem Hirschen. Wahrscheinlich wird es ein Hirsch sein. Kommt irgendwie mehr aus der Richtung, wo das Dorf jetzt sein müsste. Du müsstest es jetzt schon so halb umrundet haben. Also ein bisschen so Richtung Dorf zurück, und dann würdest du Richtung Röhren von dem Hirschen gehen können. Leid es mir tut, ich muss dringend Wasser holen und zurück ins Dorf, sonst wird der Bauer böse. Aber ich würde euch gern kennenlernen, denn nun, eine alte Weisheit von uns sagt, wo man singt, dort lass dich nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder und ihr habt ein Glockenspiel gespielt. Also könnt ihr nicht böse sein. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ja, du bekommst keine Antwort. Gehst du zurück? Dann gehst du zurück zum Brunnen. Und ja, auf diesem kleinen Brunnenplatz, bevor du wieder du willst gerade diese Wasserschläuche wieder hinunterlassen, also du hebst sie so hoch und merkst, oh, die sind unglaublich schwer. Guck so, die sind voll. Ich meine, voll gemacht, okay. Ich würde, auch wenn ich nichts Böses vermute, trotzdem mal an so einem Wasserschlauch riechen Ja, ist und Wasser auch drin. einen Schluck davon nehmen. Ist Wasser drin. Dann würde ich die Schultern, also dafür, dass ihr nicht mit mir reden wollt, seid ihr sehr hilfsbereit. Ich danke euch dafür. Und ich hoffe, wir werden uns irgendwann mal sehen. Ich werde euch auf jeden Fall wieder besuchen. Du drehst dich um und läufst Richtung Wegesrand zurück. Und vor dir auf dem Boden liegt ein kleines Windspiel aus merkwürdigen, also sind so Äste und Nüsse, die so miteinander verflochten sind. Ein paar Knochen von Tieren. Dieses ist so einem Windspiel, das liegt auf dem Boden. Ja, ich würde es vorsichtig anfassen. Weiß nicht, wie zerbrechlich es ist, und hochheben. Aber mir es angucken. Habt ihr das verloren oder ist das ein Geschenk für mich? Dann herzlichen Dank dafür. Ich finde es sehr schön. Es ist tolle Handwerkskunst und ja, ein wunderschönes Beispiel dafür, was alles geschaffen werden kann, wenn Ingrim und Pereine sich vereinen. Hab Dank. Und würde das aber irgendwo in einer Tasche verstauen, dass das keiner sieht, wenn ich ins Dorf gehe. Und würde dann auch gucken, ob ich irgendwie einen kleinen Schlenker machen kann, dass ich nicht direkt aus dem Wald ins Dorf gehe, sondern dass es so aussieht, als käme ich von dem Fluss. Okay, du trittst aber erstmal zurück auf den Weg, weil das Ja. der einzige Weg ist, den du auch kennst. Und wie der Zufall es so will, triffst du hier wieder auf den guten Boromir, der gerade Nein. vom Fluss herkommt und eine dicke Tasche mit Fellen über der Schulter hat. Ich würde total locker Und auf halbem er Fuß sieht dich passieren. halt, wie du über diese Pilzlinie trittst und ist Hallo total Boromir. entsetzt.
Jetzt hast du jemanden gesehen. Und würde pfeifend weitergehen. Ja, er trollt sich. Ja, und so bringst du das Wasser zurück und es gibt auch leckeren Eintopf zum Mittag und der Rest des Tages hast du frei. Und was möchtest du noch unternehmen am Rest des Tages? Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal nach dem Essen meine Mutter besuchen. Ja, die ist wie immer in dem kleinen Zimmer, im Hinterzimmer beim Heiler. Halt, liegt auf so einer Pritsche, wie eigentlich jeden Tag. Hat das Bein so hoch, der Heiler hat das so an der Decke festgebunden, damit es hoch liegt. Okay. Mit so einem Tuch an der Decke festgebunden. Und hat so ein Kissen auch da drunter gelegt, damit es nicht nur von dem Tuch gehalten wird, sondern ein bisschen auch... Ja, sie lächelt dich an, irgendwie hat immer noch ihren Schleier um, halt wie sie das immer hat, ist ständig verschleiert, das ist, seit du denken kannst. Einmal hast du sie, glaube ich, als sie irgendwo in einem Fluss gebadet hat, da hat sie den irgendwann mal abgelegt und hat aber ja darauf geachtet, dass du nicht hinsiehst, weil ist ja unsticklich für einen jungen Mann. Ja, ja, ja. Ja. Hast du natürlich trotzdem gelugt ein bisschen, aber... Wie es gehört. Ja. Das war doch das einzige Mal, dass du sie ohne Schleier gesehen hast. Du weißt, dass sie irgendwie lange schwarze Haare auch unter diesem Schleier hat. Und ja, sie ist halt für ihr Alter halt immer noch sehr, sehr hübsch. Aber die ganzen weiten Wanderungen und das ewige draußen sich durch die Natur kämpfen, haben doch sehr, sehr viel Zeichen in ihren Gesichten und auch auf ihrer Haut hinterlassen. Und sie, ja, sie wirkt wirklich richtig, richtig alt, jetzt, wo du sie da sitzen siehst. Ja. So alt hast du sie schon lange nicht mehr gesehen. Also wenn sie auf der Straße war, dann war sie halt eine alte Frau, die halt wandert und fröhlich ist. Aber jetzt ist es irgendwie, sie wirkt gebrechlich und alt. Ja, wie ein Blümchen, das falsch gehalten wird. Ja. Genau. Braves zum Gruße, Mutter Zugvogel. Ihr seht blendend aus, wie immer. Ja, dir kommt so ein keuchender Husten entgegen. So. Oh je. Und, na siehe, schön, dass du da bist. Ja. Ja, du trittst in die Stube hinein und merkst sofort, hier ist irgendwie so ein Zug drin. Irgendwie, es zieht hier in der Stube. Okay. In ihrem Zimmer oder von vorne? Genau, in ihrem Zimmer. Mutter, ist es nicht ein bisschen zugig hier für dich? Ist es draußen nicht mehr allzu warm? Ja, was soll ich machen? Ich kann mich ja kaum bewegen, nass hier. Soll ich das Fenster zumachen? Es ist schon zu. Und guckst rüber, klar, es ist zu. Aber es zieht halt durch die Balken. Oh, dann... ich hab mir irgendwas geholt. Oh Gott. Der gute Heiler ist unterwegs und holt mir Kräuter für einen Tee. Ganz ruhig, Mutter, ganz ruhig. Ach du mein lieber Gott, ist aber auch wirklich vom Regen in die Traufe. Ja, es kommt jedes Mal, wenn du denkst, so, ja, jetzt wird es langsam ein bisschen besser, kommt immer noch irgendwas anderes. Ja. Ich fürchte, wir müssen unsere Abfahrt noch ein bisschen verschieben. Wie du wünschst, Mutter. Ich tue natürlich alles, um dir so lange wie möglich Bettruhe zu genehmigen, auch wenn du das nicht willst. Ich wünschte, ich könnte von hier weg. Ich will doch noch das Meer sehen. Na, sehe ich das Meer. Das wirst du, Mutter, das wirst du. Wenn ich es nicht wegschaffe von hier, Nasir, versprich mir, dass du mich ans Meer bringst. Das verspreche ich dir. Aber du wirst es auf jeden Fall schaffen. Da bin ich mir sicher. Ja. Gut, dass du immer so positiv denkst. Natürlich. Nun, dann erzähl mir von deinem Tag, Nasir. Ich komme ja nicht raus und dieser dämliche Heiler, er ist einfach kein Feingeist. Ich wünschte, ich könnte abends in die Taverne und wenigstens ein paar Lieder singen oder so, aber... Guckt auf ihr Bein, was immer noch ziemlich angeschwollen und irgendwie unter dem Verband suppt es auch immer noch. Nach 2 Monaten immer noch.
Langsam denke ich auch, dieser Keiler ist ein Quacksalber. Das glaube ich auch. Mittlerweile. Habe ich mir die Wunde jeweils schon mal genauer angeguckt? Mhm. Sie hatte halt einen offenen Bruch. Oh, ja, oh gut. Ne? Okay. Habe ich sowas schon mal erlebt? Ich meine, ich bin jetzt nicht der Held im Wundenheilen und kein Feldarzt, aber... Du hast die Wunde erst versorgt, ne? Also ohne, wenn es dich nicht gegeben hätte, wäre sie ja auch in dieser Felsspalte geblieben. Und ja, also es ist schon besser geworden, die Wunde. Also zumindest scheint irgendwie die halbwegs zugeheilt zu sein. Der Knochen muss halt zusammen heilen wieder und so. Aber so eine richtig starke, schwere, offenen Bruch hattest du vorher auch noch nie gesehen. Ja, klar. Aber irgendwie muss der Eiter weg auf jeden Fall. Ja. Sonst geht die Wundheilung ja nicht voran. Das ja. So lange stagniert die Sache ja. Mhm. Da würde ich mir auf jeden Fall nochmal vornehmen, irgendwie nochmal nach Kräutern zu suchen, wenn ich nochmal Nachmittag frei habe. Aber zurück zu Ihrer Frage. Nun, der Tag war gar nicht so ungewöhnlich, Mutter. Ich bin aufgestanden, habe Holz gehackt, hab die Axt fürs Holzhacken geschärft, bin Wasser holen gegangen und hab dabei was gefunden. Du hast was gefunden? Ja. Auf dem Wegesrand. Auf dem Weg. Was hast du gefunden? Ja, die Tasche aufmachen, würde dieses Windspiel rausholen. Guck mal, Mutter, hast du so etwas Schönes schon mal gesehen? Ja, und ihre Augen werden so ganz groß, irgendwie so, scheint so ein bisschen so ein Erkennen irgendwie in ihren Augen zu sehen. Mhm. Und das sieht wirklich wunderschön aus. Wo hast du das gefunden? Auf dem Waldweg, es lag dort. Ich wollte schon im Dorf rumfragen, ob es vielleicht jemand verloren hat, aber es sieht nicht so aus, als hätte das jemand hier im Dorf gemacht, oder? Nein, das sieht ganz und gar nicht danach aus. Siehst du diese... Sind das Nüsse? Mhm. Nussschalen, oder? Und das ja. Hier, das müssten Biberknochen sein, oder? Ich habe schon gerätselt, von welchem Tier die stammen könnten. Stimmt, jetzt wo du sagst. Biber. Aber da sind kleine Zeichen auf dem Knochen, hast du sie schon gesehen? Oh nein, was ist denn für Zeichen? Ja, da sind kleine Zeichen eingeritzt auf dem Biberknochen. Kann ich die Zeichen lesen, oder... Nee, das ist irgendeine krakelige Schrift. Wenn es denn eine Schrift ist. Oder kann auch sein, dass es nur ein schönes Muster ist. Das sieht auf jeden Fall schick aus. Ich muss gestehen, habe ich noch nie gesehen. Sagen dir die Zeichen was? Du bist doch schon viel weiter rumgekommen als ich. Und du siehst ihr ins Gesicht und du siehst, dass dieses alte, faltige Gesicht wirklich in Nachdenklichkeit verfällt. Und, na, es ist zu lange her. Nein, es ist viel zu lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Hast du noch meine Bücher? Natürlich. Mit den Karten? Soll ich sie holen gehen? Vielleicht bringst du mir, dann hatte ich heute Abend doch etwas zu tun. Vielleicht finde ich was in meinen alten Aufzeichnungen, aber. Natürlich, natürlich. Wer rastet, der rostet, auch im Geiste, Mutter. Ja, mein Spruch, Nasir. Siehst du, ich habe gelernt, auch wenn du es nicht geglaubt hast, dann nie geglaubt hast. Ja. Ich höre dir zu. Vielleicht müssen wir uns doch einmal noch darüber unterhalten, ob du irgendwann die Weihe bekommen kannst. Ja. So Ohren, so Augen. Ja. Ich glaube, das alles, was wir hier durchleiden, ist eine Prüfung. Bestimmt. Ja. Man hört so ganz feinen, unterschwelligen Ton von Sarkasmus aus der Stimme. Ja. Aber... alles, was du sagst, Mutter. Ich gehe schnell die Bücher holen und
vorsichtig damit. Du weißt, das sind die Karten drin, die wir gezeichnet haben. Das stimmt, das ist richtig. Das Heiligste. Irgendwann müssen wir sie nach Fasar bringen. In die große Bibliothek. Das werden wir tun, das werden wir tun. Das den ist, Spruch. Das ist übrigens auch eins deiner größten Ziele, einmal in die große Bibliothek nach Fasar. Da warst du ziemlich, du warst schon überall auf Aventurien, aber am Fasar warst du noch nicht. Überall. Ja, weil die Mutter hat es immer vermieden, nach Fasar zu fahren. Okay. Gut, ich verkneife mir jetzt den Spruch, nicht wegrennen und gehe aus der Heiler-Bude raus und würde die Bücher, habe ich hier auf dem Strohhaufen liegen, oben, ja, echt. Und wo hast du deine Sachen gelagert? Wahrscheinlich irgendwo in der Scheune oder so, irgendwo versteckt oder so. Ja, also wenn, dann hätte ich mir, gerade weil ich ja weiß, die Bücher und die Karten sind ja wirklich wertvoll. Und du hast ja gesagt, dass da ein Dach in der Scheune ist, wo es reinregen könnte. Ja. Also da ist halt dieses eine kleine Loch über deiner Schlafstelle. Also da hätte ich mir, wenn ich an sowas reinkomme, auf jeden Fall ein Stück Wachspapier besorgt für das Einzulagen. Ja, das habt ihr sowieso. Also da, okay. Ne? Ja. Ja, dann würde ich mich dorthin machen und würde die Bücher holen. Und würde mal im Geist durchgehen, beziehungsweise haben wir denn noch mehr als nur Wegaufzeichnung? Haben wir auch irgendwas über Pflanzen, die in welchen Regionen wachsen oder Pflanzen? Ja, sowas gehört auch immer dazu. Wenn ihr irgendwo am Waldesrand irgendwie eine Pflanze seht, die ihr noch nicht kennt, dann fragst du mal hier dann zuerst die Mutter, was ist das für eine Blume? Und wenn sie die auch nicht kennt, dann müsst ihr immer anhalten und sie abzeichnen und was in der Gegend wächst und Leute genau fragen. Eine Karte zeichnen und so. Das ist schon so ein Gang und Gäbe bei euch. Ja, dann würde ich entweder auf dem Weg oder wenn ich dann nochmal bei ihr bin, das Buch durchblättern und nach irgendwas suchen, das gegen Eitern von Wunden hilft. Ja, da habt ihr auf jeden Fall so ein kleines Who is Who der Heilpflanzen, habt ihr schon zusammengetragen, ja. Würde ich dann später nochmal auf den Weg danach machen. Aber erst dann würde ich ihr die Bücher bringen und sie anlächeln. Hier, deine Abendlektüre, Mutter. Zu gut, Nasir, zu gut. Was würde ich ohne dich machen? Wandern. Wie immer. Ja, du sagst es. Du, sag mal, Mutter, ich hatte einen seltsamen Traum. Du bist doch schon weit rum. Du auch? Ich hatte auch einen seltsamen Traum. Was kam denn in deinem Traum vor? Das war sehr verworren. Ich habe das Meer gesehen. Und ich habe. Dort wollen wir doch hin. Ja, und ich habe dich gesehen und du hast auf dem Rücken eines Vogels gesessen. Das könnte ein Zeichen für unseren Gott sein. Ja, das dachte ich mir auch. Aber es war kein bunter Vogel, es war eher. Ja, er war weiß und schwarz. Schwarz-weiß. Sehr majestätisch. Ein Adler, glaube ich. Es könnte ein Adler gewesen sein. Aber von der Farbe her würde ein Storch passen. Ja, vielleicht war es auch ein Storch, aber dafür war der Schnabel... Nein, der hatte einen anderen Schnabel. Gut, war es ein Weißkopfseeadler. Vielleicht, ja. Interessant. Und das war alles in deinem Traum? Ja, aber ich fand den schon ziemlich beeindruckend. Ja, der war auf jeden Fall beeindruckend. Was hast du geträumt? Ach, irgendein Kram von Holztreppen in Bäumen und so. Holztreppen in Bäume? Ja, ich bin durch den Wald gelaufen und da war ein Brunnen und das Seil an dem Brunnen, das war nicht aus Seil, sondern aus Schlingpflanzen. Stell dir das vor. So als wenn jemand Pflanzen wie ein sehr alter, sehr erfahrener Jäger, der seine Lebensumstände was er aus der Natur hat, zusammengestellt hat. Ist das nicht so, wie wir das vor ein paar Götterläufen gemacht haben, als wir vor diesen Räubern geflohen sind? Da haben wir doch auch aus diesen Pflanzen Seile gemacht, weißt du noch? Ja, es müssen aber dann
sehr naturverbundene Menschen gewesen sein. Das könnten nicht irgendwelche dahergelaufene Strauchdiebe oder... Wahrscheinlich hast du einfach nur die Geschehnisse von damals im Traum verarbeitet. Kann sein. Und dann bin ich auf jeden Fall weitergegangen und habe dann einen Baum geguckt. Dort waren Stufen an dem Baum. Die Äste sahen aus wie Stufen. Verrückt, oder? Die Jugend verwirrt das Zeug. Und ich dachte, dieser Traum mit dem Adler wäre komisch. Ja. Aber er wirkte so real. Ich habe sogar das Salzwasser riechen können. Naja. Sehr gut. Sehr realer Traum. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir bald ans Meer kommen. Ich hoffe das. Wenn es diesen blöden Bein und sie klopft so ein bisschen drauf und macht dann sofort so eine schmerzverzerrte Miene. Mutter, das nicht, das muss doch heilen. Mach doch sowas nicht. Ja, wird dann noch ein bisschen mit ihr klönen. Mhm. Und dann irgendwann sagen, du Mutter, ich schau mal, ob ich nicht Kräuter für dich finde. Ich trau dem, guck mich um, ob er wieder zurückgekommen ist, der Heiler. Nee, das ist nicht noch nicht da. Ja, ich trau dem alten Quacksalber auch nicht so. Klar hast du eine schwere Verletzung, aber zumindest das Eitern sollte schon weg sein. Ja. Du findest auch im Vorzimmer, irgendwie, wenn du dann wieder rausgehst, siehst du auch so ein paar Kräuter von denen, die du suchst, auch wieder hängen. So zum Trocknen. Na ja gut, das wäre aber Diebstahl. Sei denn, ich hätte noch ein Kupfer da, ich ihm hinlegen könnte. Ah, schwierig. Ja, Stunde kommt jetzt nicht an. Ich möchte da mal was versuchen. Ja, würde mich ja nochmal durchs Dorf, also aus dem Haus rausmachen, durchs Dorf. Und wieder Richtung Wald, würde aber auch drauf achten, dass mich keiner sieht, wenn ich wieder in den Wald gehe. Gehst du wieder in den Finsterwald rein? Ja. Okay. Ja, wenn du, während du erstmal auf dem Weg bist, musst du an der Taverne vorbei, also an dieser kleinen Schenke. Mhm. Und ja, hörst ein paar Gespräche so durchs Fenster. Irgendwie am Fenster sitzen nämlich spielend der Boromir Hasenhut ein bisschen Karten mit seinen Freunden. Auch so ein paar grobschlächtige Schlägertypen aus dem Dorf. Einer ist total dick und fett und hat doch so ein richtig, so ein Dreifachkinn schon fast und trickte, ja, und ja, der schleppt sich immer mehr oder weniger nur von einem Haus in die Taverne und wieder zurück. Das ist so sein. Aber er ist halt der Sohn vom Dorfobersten, deswegen. Stehe. Ja. Und ja, die unterhalten sich und so. Und dann, wisst ihr, was ich gesehen habe? Dieser Nasir, der war im Wald. Nein, der war dann da. Kann er nicht im Wald gewesen sein? Also, sie unterhalten sich darüber, irgendwie, dass er dich gesehen hat, dass du im Wald warst. Ja. Und als du dann schon wieder irgendwie vorbeigehst und wenn der das kann, können wir das auch. Ja. Dann gehst du zurück in den Wald. Ich denke mir im ersten Moment, boah, dem gebe ich. Aber andererseits möchte, wenn das wirklich Leben, also ich gehe mal davon aus, dass irgendein Lebewesen da drin wohnt, weil die Schläuche füllen sich nicht von selbst und das Windspiel kam auch nicht von selbst dahin und das wurde definitiv von einem intelligenzbegabten Lebewesen gefertigt, nicht von einem Tier. Und da möchte ich, da gehe ich schon aus, dass der mich beobachtet oder dass die mich beobachten und da möchte ich keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Mhm. Ja. Würde dann nochmal in den Wald gehen. Okay. Ja, es ist jetzt, wo es dämmerig ist, sogar noch ein bisschen gruseliger als heute den Tag über. Wieder setzt du zuerst vorsichtig einen Schritt und dann den nächsten über diese imaginäre Grenze. Und hörst dann so die Waldkäuzchen, wie sie schon rufen. Irgendwie, es klingt schon so fast, würden sie dich einladen, tiefer in den Wald hinüber zu gehen. Und ja. Und ich noch mal hin. Läufst wieder zuerst zum Brunnen. Mit den Wege, die ich kenne. Mhm. Ja, wieder zum Brunnen, dann zu dem Baum, den Treppenstufen, auch das immer noch da, kann man sehen. Ich würde mich zwischendurch immer wieder nach hinten umgucken, ob das nicht gerade in diesem Moment die drei
Geistesblitze aus der Taverne auf die Idee kommen, in den Wald zu gehen. Nein. Die würde man, glaube ich, auch hören. Es ist relativ still hier im Wald. Man hört so ein bisschen so das Rascheln vom Wind und ein paar Vögel, die noch irgendwie unterwegs sind, aber hin und wieder vielleicht eine Eule oder so, die ruft. Aber sonst ist es eigentlich relativ still hier im Wald. Wo auf halbem Wege von Brunnen zu den Treppen würde ich ein leises, fröhliches Pfeifen anfangen. Und so nach zwei, drei Strophen des Pfeifens würde ich dann wieder diesen Reim wiederholen, wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder. Und würde dann irgendwann sagen, vielen, vielen Dank für das Windspiel. Ich habe es meiner kranken Mutter mitgebracht. Sie hat sich sehr, sehr gefreut. Ja, wenn du anfängst zu pfeifen und zu singen, hast du von irgendwoher hast du das Gefühl von weit, weit tief im Wald, dass dein Pfeifen ja begleitet wird von der Flöte. Von einer ganz tiefen Flöte. Tiefe Flöten, also eine Bassflöte oder sowas. Schön. Es halt aber auch nur so, es könnte auch das Windrauschen sein. Wenn man nicht aufpasst, würde man es nicht wahrnehmen, aber ja. Jetzt habe ich die Zeit dafür. Okay, wie finster ist es in dem Wald? Es ist noch nicht ganz dunkel, die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen, aber du weißt, dass wenn sie jetzt ganz untergehen würde, wäre es hier stockduster. Mhm. Ein paar einzelne Sonnenstrahlen schneiden sich noch und mühsam ihren Weg durch das Blätterdach. Jetzt habe ich das Problem, dass ich gar kein Licht habe. Mhm. Gut, dann müsste ich ausharren, bis gerade noch so ich die Zeit einschätzen kann, bis ich aus dem Wald rauskomme und dass das Licht dafür noch reicht, wenn würde ein bisschen der Flöte hinterhergehen, würde dann gucken, ob ich mir wieder irgendwo so dieser Schatten auffällt, weil ich ja annehme, dass das ein Lebewesen ist, das mich beobachtet. Mir fällt ja aber nicht auf. Mir würde dann erzählen, durch den Wald gehen. Meine Mutter hat sich sehr, sehr gefreut. Sie ist leider sehr krank. Wir wandern durch ganz Aventurien und waren jetzt im Gebirge. Und dort hat sie sich schwer verletzt. Deswegen sind wir jetzt so lange hier in dem Dorf. Und der ortsansässige Heiler pflegt sie. Aber ich glaube nicht, dass er sein Handwerk gut versteht. Sie hatte das Bein gebrochen, der Knochen guckte raus. Aber die Wunde eiterte schon seit zwei Monaten. Und ich suche Heilpflanzen dafür. Wenn ihr sowas noch da habt, außer dem Windspiel, wäre ich euch sehr, sehr verbunden, weil meine Mutter will unbedingt noch das Meer sehen und ja, wir wissen nicht, ob sie es bis dahin schafft, aber ich habe es ihr versprochen, dass ich sie auf jeden Fall hinbringe. So ist das. Wo wir so ein bisschen dann zum Schluss so ein bisschen die traurigere Stimme kriegen. Mhm. Weil mir selbst halt auch real wird, weil ich mache zwar immer den auf, ja klar, wird schon, ja. Aber ja, wenn man Realist ist, stehen die Chancen ja nicht hundertprozentig für sie. Ja, du bekommst keine Antwort. Es wird dunkel, ich würde mich im Wald verlaufen. Ich könnte jetzt natürlich einen auf Glücksspieler machen und sagen, klar, die bringen mich schon irgendwie raus, aber warum sollten sie? Ja, ich würde mich dann wieder langsam auf den Weg zurück machen. Mhm. Und suchst du noch Pflanzen irgendwie am Wegesrand? Ganz genau, wollte ich gerade sagen, nebenbei mal die Augen aufhalten, vielleicht sehe ich ja gerade so eine Pflanze. Mhm. Weiß ich denn, ob die getrocknet oder frisch? Man muss die schon trocknen. Ah, okay. Na gut. Also wenn die eine, die du jetzt suchst und du vermutest, dass sie hier auch irgendwo wachsen müsste. Kannst du mal eine Pflanzenkunde machen? Ja. Das wird nicht so berauschend werden. Ei. Ah, nein. Total vergeigt. Total vergeigt. Also hier wächst viel. Auch Zeug, was du noch nicht gesehen hattest, irgendwie an Pflanzen, aber das, was du suchst, findest du hier nicht. Aber hey, eine Pflanze, die ich noch nicht gesehen habe, die nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn sie jetzt nicht giftig oder stachelig aussieht. Ja.
Das ist so ein kleines Moos, was auf so einem Stein wächst. Das hat so eine merkwürdige Form von den kleinen Moosblättern. Das fällt dir auf, das hast du noch nie gesehen. Und ja, das müsstest du vom Stein losschneiden halt. Und ein paar Blumen sind da noch irgendwie, die kannst du pflücken, die du noch nicht gesehen hast, die so schön gelb schillern. Aber sonst ein paar Pilze. Ich vertreibe mich wenig im ganzen Wald roden. Früher würde ich von dem Moos aber wirklich nur ein bisschen nehmen, weil ja, Pflanzen verletzen gut, wenn diese Flügel verletzt es ja auch. Ja, nehme ich dann mit und die kenne ich jetzt nicht. Vielleicht sind das ja Heilpflanzen. Ich werde mal den Heiler fragen. Und ja, dann, gut, ich muss ja raus wegen Dunkelheit und so. Auf dem Weg aus dem Wald raus machen. Gut, dann wird es auch dann langsam Abend und das Abendessen beim Bauern kannst du dir wieder erschnorren. Natürlich lädt dich die gute, wie hieß sie noch? Das habe ich mal irgendwo aufgeschrieben. Feenholde. Genau, Feenholde lädt dich natürlich auch wieder zum Essen ein. Und obwohl ihr Mann da gar nicht so begeistert von ist, aber umso begeisterter die gute Enna, die sich auch natürlich die gegenüber setzt und unterm Tisch geht, ihr Bein so Richtung deins schiebt und so. Und ja. Super. Ja, der Bauer kriegt das natürlich nicht mit und ja, die Mutter scheint. Ah, ich guck mal. Ja, die Mutter zwinkert dir so ein bisschen zu. Und Ich dann, lächle leicht, aber ja, will auf keinen beim Fall. Gespräch irgendwie das Gespräch geht dann erstmal so generell über die Arbeit und so und dann abends so, ich habe mich übrigens mit den Hasenrats geeinigt, gute Tochter. Die Hochzeit kann ja so gut stattfinden. Das wird sehr ertragreich für unsere Familie. Nächsten Monat. Es wird ein Freudenfest. Ich habe alles schon geplant. Wir lassen den Geweihten aus der Stadt anreisen. Für die Zeremonie. Aber Vater, wir haben doch zwei Geweihte hier vor Ort. Vielleicht könnten die. Ach was, ach was, ach was. Nicht diese tun nicht gut. Nichts gegen dich, Nasir. Aber diese Krüppelfrau da beim Heiler und nein, und Nasir ist ja noch nicht mal ein richtiger Geweihter. Ja, ein Knecht, aber ein guter. Nicht so ungut, Bauer. Ich verstehe, wenn du andere Götter bevorzugst, aber es tut mir leid, eine Geweihte zu verunglimpfen. Ach, das geht schon. Sie ist doch nur ein Zugvogel. Nein, 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 ich will eine vernünftige Hochzeit. Und das so schnell wie möglich. Aber Papa, du kannst doch nicht. Ruhe jetzt hier! Und dann geht's dann, wird ein kleiner Familienstreit vom Zaun gebrochen. Und dann, nein, du kannst das doch nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Und so, ich kann, ich ehren und ich werde. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst und so weiter und so fort. Und Klassiker. es endet in Tränen und ja, sie verlässt irgendwie aufgelöst den Raum. Ja, ich stimme natürlich nicht sofort hinterher. Würde dann irgendwie so eine zweideutige Bemerkung machen, wie jetzt ist natürlich klar, wer der Mann im Haus ist. Ja. Ja, würde dann noch aufessen und ja, gucken, ob ich irgendwie ein Stück, was auch immer, Brot oder Wurst in die Tasche Ein schmuggeln bisschen kann. braten kannst du noch abstauben. Irgendwas, ja. Zum einen nochmal schnell gucken gehen, ob meine Mutter Abendessen hatte. Die hat sich was aus der Schenke bringen lassen. Wie jeden Tag. Und natürlich musst du das auch jeden Abend in der Schenke halt bezahlen. Ja. Ich weiß schon, wohin das hinführt. Aber gut, dann geh erstmal dahin. Hey, na Mutter, bist du satt? Hast du gut gegessen? Ja, sie schlingt gerade noch so den letzten Bissen von so einem Eintopf herunter und stellt dann die Holzschale so auf den Nachttisch. Oh, Nasir, und versucht sich so gerade ins Bett zu setzen und dann. Na? Verdammt! Gut, dass du da bist.
Und dann siehst du auch so einen dampfenden Teekessel, der irgendwie auf dem Nachttisch steht und irgendwie feiner Kräutergeruch strömt in deine Nase. Der Tee hat echt gut getan, den mir der gute Heiler gebracht hat. Ja, wenigstens was. Ist fast schon, dieses Kribbeln in der Lunge geht fast schon weg. Und der Eintopf war auch sehr gut, es war sogar Fleisch drin. Gut, gut. Freut mich zu hören. Nur das Brot war ein bisschen alt, aber gut. Irgendwas ist immer. Bist du denn satt geworden? Und ich oh ja, ich kann nicht mehr. Willst du den Rest noch? Ist noch zwei, drei Bissen sind noch drin. Ich habe, wenn du dann das Paket mit dem Fleisch, das ich abgestaubt habe, aufmachen, ich habe dir noch etwas Fleisch von den Bauern mitgebracht. Oh. Ja, aber ich kann es. Also beim besten Willen. Ja, willst du mich mästen? Ja, natürlich, du sollst dabei Kräften bleiben. Wir wollen doch bald wieder los. Das stimmt. Vielleicht hebst du es für morgen früh auf, dann müssen wir kein Frühstück in der Schenke bestellen. Oh, das ist eine gute Idee. Sparen wir etwas Geld. Wenn du möchtest, kann ich dir natürlich auch noch die letzten Beeren jetzt im Herbst suchen gehen. Ich denke, ein paar wilde Himbeeren und so für zwischendurch für Vitamine, du weißt. Oh ja, das ist eine gute Idee. Du weißt, wo man sie findet noch. Du hast diese Faustregel, hast du noch im Kopf? Und dann zitiert sie dir nur ein bisschen so aus, so von dem, was sie dir immer erzählt. Ja. Bären bei den Buchen, weil die Wörter Zwillingsbuchstaben haben. Ja. Der würde dann die Blumen auspacken und das Moos. Habe ich heute auf meiner Suche gefunden, aber ich bin mir jetzt da nicht so sicher, ob das Heilkräuter sind. Vielleicht hast du eine Ahnung. Aber ich dachte, sie sind mir unbekannt, also könnten wir sie zumindest zeichnen. Oh ja, ich kenne sie auch nicht. Habe ich nie gesehen. Wo hast du sie gefunden, hast du gesagt? Am Wegesrand. Sie stutzt so ein bisschen, guckt dir ins Gesicht. Wo? Nun... Versprichst du nicht sauer zu werden? Was hast du angestellt? Angestellt habe ich gar nichts. Ich habe mich für einen guten Zufallvogel verhalten und bin meines Weges gegangen. Wohin? In den Wald. In den Lichtwald. Fast. Du warst in dem verwunschenen Wald? Ich dachte mir... Also es fing damit an. Ich war ein bisschen spät dran und hab dann fürs Holzachsen... Ein tiefes Seufzen im Pferd. Oh. Und war dann noch zu spät dran mit dem Wasser holen. Und da steht doch ein Brunnen. Und ich dachte... Hey! Und das Wasser in dem Brunnen ist super. Ich habe es erst gerochen, erst mit den Finger getostet, erst ein wenig in den Mund genommen, gegurgelt. Es ist wirklich, es ist nicht vergiftet. Ich habe den ganzen Tag noch keine Beschwerden. Hast du den Tranksegen darüber gesprochen, wenigstens? Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ach, Nasir. Aber hey, mir geht's blendend und wir sind auch noch keine, schlag die Füße zusammen, keine Bockbeine gewachsen. Sie guckt so an dir runter. Noch nicht. Noch nicht. Tut mir leid, Mutter. Aber... Hast du wenigstens eine Karte gezeichnet? Weil dort war ja noch nie jemand. Noch nicht. Das mache ich morgen. Aber immerhin hast du etwas mitgebracht. Das ist schon ganz gut. War nicht wirklich tief drin. Aber, na, wenn ich ehrlich sein soll, als ich das Wasser genommen habe, dachte ich, ich hätte einen Schatten hinter mir gesehen. Hab mich umgedreht und dachte, dieser Schatten wäre hinter einem Baum verschwunden. Und so reagiert ja normalerweise kein Tier. Ich dachte erst, es wäre ein Kind aus dem Dorf, was mir einen Streich spielen wollte. Und dass das Ganze, der Wald ist verflucht und so, alles nur zur Abschreckung dient. Weil dort ein geheimes Essenslager ist oder so. Wer weiß das schon. Und hab dann ein Windspiel gehört. Bin dem nachgegangen. Und diese Gestalt ist immer weiter weg von Baum zu Baum. Und ich habe ihn... etwas vorgesungen und gesagt, dass ich nichts Böses will und dass das Windspiel toll ist. Und als ich dann wieder aus dem Wald raus musste, waren die Wasserschläuche gefüllt am Brunnen und dieses Windspiel lag dort.
Und dort habe ich auch diese Äste gesehen, die wie Stufen aussehen. Das war kein Traum. Tut mir leid, Mama. Versprich mir, dass du vorsichtig bist, wenn du wieder in den Wald gehst. Das wird schon seinen Grund haben, warum dieser Aberglaube hier existiert. Kann es denn nicht sein, dass der Aberglaube von irgendjemandem gestreut wurde, der nicht will, dass der Rest der Menschen in den Wald geht? Wer sollte das gewesen sein? Ich weiß es nicht, vielleicht irgendwie ein Händler in der Nähe aus einem anderen Dorf, ein reicher Bauer, der etwas versteckt, oder Bewohner aus dem Wald, die... Ich weiß es nicht. Weil irgendwas lebt dort, definitiv. Ich würde es mir echt gern ansehen, aber... Sobald du wieder fit bist, Mama, verspreche ich dir. Sei vorsichtig. Versprochen. Und schreib alles auf. Nichts läge mir ferner, als mich in Gefahr zu begeben und dich damit hier alleine zu lassen. Das ist ein ehrliches Versprechen, ohne kindliche List, auch wenn ich manchmal Lausbube bin. Das weiß ich. Und sie lächelt so über beide Backen. Sie kennt dich ganz genau. Nein. Ja, dann lass uns jetzt die Pflanzen zeichnen und dann muss ich auch schlafen. Ja, du brauchst dann Ruhe. Wickel dich ordentlich ein und zieh eine Mütze auf, dass du nicht hier noch Nacht nochmal einen Zug holst. Und ich wollte dir das Schloss abdichten, verdammt. Der Tag ist viel zu kurz. In der Tat, in der Tat. Vor allen Dingen, wenn man für diesen doofen Bauern noch arbeiten muss. Aber gut. Ja. So verbringt ihr den Abend und ja, zur Nacht gehst du wieder zurück in die Scheune. Mhm. Ja. Am heutigen Abend kriegst du keinen Besuch. Was sich ein bisschen traurig stimmt, weil es in den letzten Tagen eigentlich immer sehr angenehm war. Aber naja, vielleicht hat sie sich von dem Streit noch nicht so ganz erholt oder so. Eigenartig. Gut. Dann sinnst du so noch ein bisschen über einer Pfeife vielleicht den Abend hin und schläfst dann auch gesegnet ein und hast auch diesen Traum. Ob du den jetzt träumst, weil deine Mutter dir davon erzählt hast, aber auch du siehst die Weiten des Meeres. Du hast schon einmal das Meer gesehen, aber du bist auch schon mal auf einem Schiff gefahren oder so, aber dieses Meer hast du noch nicht erblickt. Das ist, du siehst die schäumenden Wellen und du riechst das Salz des Meeres und du siehst die Seemöwen, wie sie über das Meer fliegen, und es wirkt alles sehr friedlich und ja, und frei. Und dann siehst du nach unten und du merkst, dass du über dem Meer schwebst. Nein, du schwebst nicht, du reitest auf einem Vogel, auf einem Adler, über das Meer. Und irgendwo ganz weit weg siehst du Land. Und dann hörst du diesen Schrei. Diesen gellenden Schrei, diesen schmerzverzerrten gellenden Schrei, und wachst schweißgebadet auf und hörst den Schrei noch immer. Was? Wo? Mutter? Der würde aufspringen und versuchen, mich zu orientieren. Wo kommt der Schrei her? Mensch, irgendwo von draußen. Das klingt unmenschlich. Ja, versuche ich mich so schnell wie möglich. Wahrscheinlich hoher, schriller, ekelhafter Schrei. Schuhe an, irgendwie Hemd drüber, weil es ist ja doch kalt. Mhm. Und dann ganz schnell die Leiter runter und raus. Ja. Das hat inzwischen aufgehört, das Schreien. Wo kam es denn her? Es müsste aus Richtung Wald kommen sein. Ja, Richtung Wald. Dann würde ich mir doch nochmal, obwohl es ist ja dunkel, würde ich mir doch nochmal, ich habe kein Licht bei mir. Kannst du ein Licht machen und mitnehmen? Eine Laterne oder so steht da bestimmt irgendwo rum. Ja, eine Laterne mitnehmen. Ein Pfeifchen angezündet habe ich meinen Zunder dabei und auf jeden Fall meinen Wanderstab. Man weiß ja nicht. Mhm. Ja, das ganze Dorf ist auch irgendwie auf den Beinen, irgendwie hat sich irgendwie versammelt, irgendwie stehen da und oh. Die haben den scheinbar auch alle gehört, den Schreien. Was ist passiert und so? Das Ungeheuer aus dem Wald und so. Ja.
Was für ein Ungeheuer? Das Ungeheuer im Wald. Der Schrei kam doch aus dem Wald, oder nicht? Und das war kein menschlicher Schrei. Habt ihr ihn nicht gehört? Das Ungeheuer schon mal jemand gesehen? Ist es ein Bär? Niemand sieht das Ungeheuer und überlebt das. Ja. Nein. Mir fällt übrigens auf, dass wirklich fast das ganze Dorf auf den Beinen ist und aber ja, so ein paar fehlen. Wer? Ja, die Gang fehlt. Sag mal, haben die Jungs verschlafen oder? Wen fragst du? Irgendeinen. Am besten, wenn der Vater von ihm da ist, der Schmied. Hat dein Junge so fest geschlafen, dass er den Schrei nicht gehört hat, oder wollte er nicht kommen? Was? Keine Ahnung. Ich überprüfe noch nicht immer, wo der pennt. Wahrscheinlich wieder bei irgendeiner Dirne. Solange er noch kann, ne? Und guckt so Richtung Binsenkamm rüber. Dem das überhaupt nicht gefällt, was er da erzählt. Ja, natürlich nicht. Aber komischerweise sind seine Freunde auch nicht da. Die werden doch wohl nicht eine Mutprobe gemacht haben und in den Wald gegangen sein. Was? Niemand geht in den Wald, freiwillig. Und jetzt? Belasten wir es bei der Vermutung? Also, ich gehe nicht in den Wald. Okay. Und ich laufe los Richtung Wald. Nein, halt, stopp, nicht! Warum? Der Wald ist verflucht. Niemand kommt wieder her, wenn er einmal darin gewesen ist. Was ist, wenn jetzt dein Junge und seine Freunde in den Wald gegangen sind? Wo soll ich gewesen sein und irgendwie von hinter der Taverne okay. Kommen die drei irgendwie um die Ecke gebogen und so sehen so voll freudestrahlend aus und voll so heroisch aus und so. Nur das mal eine Sinnesschärfenprobe. Ich habe doch nur Sorgen um meinen besten Kumpel gemacht. Schön, dass wir in den paar Minuten, in denen wir spielen, dir schon einen besten Kumpel gemacht haben. Nein, das war Sarkasmus. Und das sind tatsächlich alle 10 Punkte übrig, also der vierte ist das, glaube ich. Oh ja, dann hast du es ziemlich gut geschafft und trotz der Dunkelheit und dem flackernden Schein der Laternen, die hier draußen sind, oder der Fackeln, bemerkst du, die stehen da ziemlich souverän und so und haben sich auch auf ihre Stäbe und auf ihre so Wanderstäbe hatten die auch gestützt und so. Und du siehst, dass der Boromir ein Schwert in seinem Gürtel hat, ohne Scheide allerdings. Und du siehst noch Blut an der Scheide. Du guckst so zu ihm rüber, machst genau diesen Gesichtsausdruck und der guckt so nach unten und schwischt das so ganz schnell weg. Ich gehe entschlossenen Schrittes auf ihn zu. Was hast du getan, Boromir? Ich habe was getan. Nichts habe ich getan. Ich habe getrunken mit meinen Freunden. Und dafür, deswegen hast du ein blutiges Schwert dabei. Ich habe kein blutiges Schwert dabei. Wie nennst du das an deinem Gürtel? Lüg einen Diener von Arvis nicht an. Wer lügt hier? Bitte? Wer lügt hier? Die Götter strafen das. Wenn du den Zorn auf der Götter auf dich nehmen willst, bitte, ich halte dich nicht auf. Ich habe keine... Was? Du redest Unsinn, Asir. Wie immer. Dann ja, Unsinn. Fallen mit dir. Wir haben nur einen gebechert. Hier ist doch der Weinschlauch. Ja, und dann der gut, Vater, der Vater von Boromir. Unter seinem, also der Vater von Boromir geht dann hin. Komm, Boromir. Es ist gut jetzt. Nicht schon wieder diese Szene hier. Wir gehen rein. Das Monster hat geschrien. Das musst du doch gehört haben. Ja, deswegen sind wir ja raus, Papa. Irgendeiner sollte das Monster mal erlegen. Und dann zieht er ihn irgendwie beiseite weg nach Hause. Und ja, die Leute verstreuen sich dann langsam. Ja, während die sich so quasi er in den Arm nimmt und sich beide rumdrehen im Rücken zu mir stehen, würde ich zwischen denen durchgreifen und das blutige Schwert ziehen. Ja, das hat er ja weggewischt, ne? Ach, hat er weggewischt? Ja, gerade in dem Augenblick, wo du zu ihm rüber geguckt hast, hat er nach unten und hat das so schnell weggewischt. Es waren auch nur noch so ein paar Tropfen, also. Aha.
Dann würde ich doch gerne mal, ja, nicken. Und dann würde ich gerne die Fährte von Boromir zurückverfolgen, wo der herkam. Mhm. Gut. Dann, die Fährte ist super einfach zu finden, aber trotzdem, okay, weil wir DSA spielen, würfel doch mal auf Fährtensuche. Ja, genau. Du kriegst plus 2. Also, ne, Erleichterung ein um 2. Einen Punkt übrig. Ja. Was du kriegst eine Erleichterung um 2. Achso, dann habe ich noch 3 Punkte. Achso, Erleichterung 2 heißt ja da. Ja, doch, sind genau 3 Punkte übrig. Mhm. Also immer noch die erste Qualitätsstufe. Gut, dann findest du auf jeden Fall, die drei Raufbolde haben da auf jeden Fall tiefe Furchen hinterlassen, haben überhaupt nicht darauf geachtet, ihre Spuren zu verwischen, und kannst ganz einfach nachvollziehen, dass sie von der Taverne aus hinten einfach quer in den Finsterwald gelaufen sind. Nein. Ja, dann werde ich umso hektischer, weil Blut am Schwert im Finsterwald, ich ahne Schreckliches. Ja, würde da jetzt, ohne irgendwie auf meine eigene Sicherheit zu achten, in den Finsterwald. Gut, wenn es natürlich so dunkel ist, dass ich gar nichts sehe, wie ich die Laterne. Ja, du hast ja immer noch die Laterne, ne? Genau. Ja. Achso, ja gut, die ist ja entzündet, klar, ist ja Nacht. Mhm. Und würde nicht den Spuren folgen und halb zittern, halb bang irgendwo ein armes, verletztes Tier suchen. Ja, dann läufst du eine ganze Ecke weiter und ja, siehst dann irgendwann eine kleine Lichtung, so auf der oft wieder dieses Moos wächst und so. Und die Lichtung ist über und über gespickt mit Pfeilschäften, die im Boden stecken. Okay. Kommen die Pfeile, sind das von Menschen gemachte Pfeile? Ist da irgendwas Besonderes? Kannst du dir mal gerne näher angucken. Ja, dann ziehe ich mal so einen Pfeil aus dem Boden und schaue mir den mit der Laterne an. Der ist sehr filigran, sehr, sehr dünn. Und ja, das ist so, als hätte jemand einen Zweig genommen, der sehr, sehr gerade gewachsen ist. Und der sehr spitz zuläuft. Und der hat auch keine wirkliche Spitze. Sondern ist einfach ein wirklich spitz zulaufender, wie so ein Dorne von einem Geast ist es, ne? Und Sonnen. Ja, und hinten ganz, ganz fachmännisch halt Federn eingezogen. Also das, du siehst den so aus dem Boden und gehst so ein bisschen über die Spitze drüber, und die ist wirklich scharf und spitz. Mhm. Und es sieht so aus, als wäre das ein Zweig, der gewachsen ist, aber das kann nicht sein. Und das kann auch keiner so geschnitzt haben. Naja, klar. Dann. Ich sehe aber keine Blutspuren am Boden, also ist keiner von so einem Pfeil getroffen worden. Nee. Zum einen Glück gehabt, zum anderen schade. Ja. Mir schwant Schlimmes, aber ja. Mach nochmal eine Sinnesschärfenprobe. Kann das jetzt nicht einfach auf mir sitzen lassen, beziehungsweise auf den Menschen sitzen lassen, dass da so drei Hohlköpfe. Eine 1. Oh. Moment. 18. Also 8 übrig. Also 3 QS und 1 dabei. Wie viel hast du? 8 übrig, also 3 Qualitätsstufen. 8 übrig, 3 Qualitätsstufen. Dann hörst du von hinter dem Baum, der irgendwie vor dir ist, irgendwie ein Röcheln. Der wird langsam in den Bauch rumgehen. Hey, alles okay bei dir? Bist du verletzt? Kann ich dir helfen? Gehst du um den Baum herum und siehst auf dem Boden liegend eine Gestalt in grün-braune Kleidung gekleidet. Vielleicht ist das Daune oder so Bausch oder Leine vielleicht irgendwie. Sieht sehr, also er scheint schon fast mit dem Boden zu verschmilzen. Sehr tarnmäßig sieht es aus. Und du blickst in ein Gesicht mit einer wahnsinnigen Kontur, das du vorher noch nie gesehen hast. Es sieht sehr ebenmäßig und gleich und einfach nur schön aus. Und diese Gestalt scheint von innen zu strahlen und hat langes, silberblondes Haar, was irgendwie herunterfällt an der Seite.
Es ist eine Frau, wirklich wahnsinnig schön. Neben ihr liegt ein Bogen im Gras. Ich würde sofort meinen Stab auf den Boden ablegen und auch die Laterne abstellen und dann die Hände so vor mich nach unten strecken, dass sie sieht, dass ich überhaupt nichts versuche, keine Waffen habe. Mhm. Bist du verletzt? Ja, du siehst auch die große Schnittwunde, die hier quer über den Brustkorb geht. Sehr tief und ja, und jetzt, wo du genauer nahe dran gegangen bist, siehst du auch die Blutlache, in der sie liegt. Röchelt noch so und spuckt dabei Blut. Ich würde auf jeden Fall, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht viel hilft, aber allein für mich und mein Gewissen, den kleinen Heilsegen machen. Mhm. Ja, der gelingt ja, glaube ich, von sich aus, ne? Also von selbst. Musst du, glaube ich, nichts würfeln für. Ja. Und gibt ihm einen Lebenspunkt zurück, glaube ich, ne? Ja. Und für einen Kamalpunkt. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber ja. Ja. Du merkst irgendwie, dass diese göttliche Kraft. Du kannst ja mal beschreiben, was du da genau machst und wie das aussieht und was es bewirkt. Ja, oder bewirken soll. Würde erstmal langsam auf sie zugehen und auch meine Hände so offen vor sie halten. Und wenn sie anfängt zu zucken, würde ich dann beruhigende Gesten machen, weil ich irgendwie gerade davon ausgehe, dass sie mich nicht versteht. Ich würde trotzdem... Ja, ihr versucht das so von dir wegzukriechen irgendwie. Würde langsam... Ich will dir helfen. Ich schaff das aber nicht. Ich will deine Wunden heilen. Ich sehe aus wie die anderen, aber ich bin nicht wie die anderen. Das sind Grobiane. Dumme Vertreter meiner Rasse. Das tut mir leid. Und ja, würde dann die Augen schließen und sagen, bitte großer Zugvogel, der du in Alvaran lebst, gib mir die Kraft, dieses arme Geschöpf zu helfen, das durch die Dummheit von Menschen verletzt wurde und dies weder provoziert hat noch verdient. Und ja, würde dann einen Gebetsgesang anstimmen. Und hoffen, dass der Gott mir diese Gunst gewährt. Ja, du merkst auch, wie Kraft durch deine Hände fließt und in den Körper der Gestalt hinein. Und du siehst irgendwie, dass sie dich mit diesen großen, unmenschlichen Augen ansieht. Kurz eine Art Lächeln irgendwie auf ihr Gesicht kommt und dann wieder Blut spuckt. Irgendwie sogar so stark, dass deine Kleidung benetzt wird davon, weil du so nah bist und dann in ihrer Bewegung erschlafft und am Baum liegen bleibt. Nein. Ich hatte doch noch so viele Fragen. Ja, und du siehst jetzt, wo der Kopf so zur Seite wegknickt, dass halt dass die Ohren sehr auffällig spitz sind. Du hast zwar schon mal Elfen gesehen, aber noch nie so. Irgendwo in der Stadt, so Stadtelfen und Halbelfen hast du schon mal gesehen, aber... Das ist natürlich sehr schwierig, weil 12 göttergläubige Begräbnisrituale gelten bestimmt nicht für Elfen, aber ich kann sie auch nicht so hier liegen lassen. Ja, ich muss auf jeden Fall... Eine Elfe lebt nicht allein im Wald, es muss andere geben und die muss ich jetzt suchen. Auch wenn es mich vielleicht das Leben kostet, aber das kann ich nicht so stehen lassen. Wenn die Elfen jetzt einfach eine tote Elfe finden, dann werden die einfach das Dorf angreifen. Ja. Ja, dann mache ich mich auf die Suche. Du hast auch gemerkt, jetzt wo dieser letzte Atemzug die Kehle der Elfe verlassen hat und du immer noch diesen Gesang angestimmt hast, diesen Heilsegen immer noch singst, hörst du von allen Seiten aus dem Wald, als würden die Bäume zu dir sprechen, auf einmal ein Jauchzen, ein Aufschrei der Trauer und des Klagens, so als ob irgendwie jemand einem Baum irgendwie den Ast ausreißt und der würde vor Schmerz aufbrüllen.
so ganz kurz durchzuckt es den Wald und du hast irgendwie die Art, du hast das Gefühl, der Wald bebt unter deinen Füßen. Und ja. Und ich finde, wir können an dieser Stelle einmal kurz innehalten und eine Pause machen. Ich weiß, dass der gute Mischka gleich ein bisschen weg muss, kurz. Ja, es ist noch, ein bisschen was hin. 22:25. Okay, das werden wir auf jeden Fall bis dahin nicht schaffen. Vielleicht machen wir danach auch nochmal eine größere Pause, aber jetzt erstmal eine kleine Pinkelpause. Und gucken, ob wir das trotzdem, ziehen wir das heute noch durch? Ich habe Zeit. Gut, ja. Dann spielen wir auch später dann weiter, auch wenn wir den Stream dann ganz kurz unterbrechen. Ihr könnt dann auch dranbleiben. Aber jetzt erstmal kurze Pinkelpause, 5 Minuten. Ich hatte gerade noch eine Frage geschrieben. Ich habe die ausgeblendet. Ja, gut. So, bleibt dran. Wir sind dann in 4-5 Minuten wieder für euch da.
So. Da sind wir wieder. Und auch der Mischka ist wieder da. Ja. Und ja, wir waren dabei stehen geblieben, wie du die tote Elfe gefunden hast im Wald. Ja. Und der Wald, als sie ihr letzten Lebensatem ausgehaucht hat, quasi in einen Jauchzen verfallen ist, in einen... und quasi unter dir gebebt hat. Also zumindest fühlt es sich so an, als ob der ganze Wald irgendwie einen Teil von sich verloren hätte und jetzt ja wütendes Grollen von sich gibt. Also der Wald wirklich um den Tod dieser Elfe trauert. Das ist, ja. So fühlt es sich an. Trotz der Dramatik oder der Traurigkeit der Situation sehr faszinierend. Für mich gerade. Etwas, was ich noch nie erlebt habe. Trotzdem würde ich ja langsam aufstehen und ja, den Stab nehmen und die Laterne und langsam durch den Wald gehen und würde andere Elfen suchen und versuchen zu erklären, was passiert ist. Aber wie suchst du die denn? Das ist die Frage. Nochmal zu dem Baum, wo die Treppe war, und dort leise rufen: Hallo, hört mich jemand? Es ist totenstill im Wald, nicht mal die Käuzchen rufen. Glühwürmchen, die du noch früher am Abend gesehen hast, sind verschwunden. Es ist so. Es ist auch so, als ob die Bäume so ihre Äste runterhängen lassen. Totenstille. Nur der Wind pfeift durch die Blätter. Die noch am Baum hängen. Die paar. Ein Unglück geschehen. Eine von eurer Art wurde schwer verletzt. Eine Elfe. Ich wollte sie heilen. Ich habe auch einen Heilsegen über sie gesprochen, aber ich war zu spät. Sie war zu schwer verletzt. Es waren dumme Kinder, die das gemacht haben. Ihr könnt nicht das ganze Dorf dafür verantwortlich machen. Das war eine Tat von wenigen. Eine grausame Tat, ich gebe es zu. Ja, ich stehe im Moment so ein bisschen ratlos da, weil ich ja nicht weiß, ob mich jemand hört, aber ich kann jetzt auch nicht einfach so davon gehen und so tun, oh, ist halt passiert. Und Ja, du stehst dann so irgendwie verloren mitten in diesem Wäldchen herum und schreist nach Hilfe und nach Aufmerksamkeit, ja. Aber... es gibt nicht mehr auch keine Resonanz mehr, so wie du sie vorher gemerkt hast. Es ist wirklich, es ist schon fast ein bisschen bedrohlich, wie still es jetzt ist. Und ja, verstehe. Ein großer Duffer muss immer dabei sein. Ja, im Moment fühle ich mich jetzt an dem Punkt extrem machtlos. Kann auch einfach sein, dass die mit keinem Vertreter der Rasse gerade jetzt was zu tun haben wollen, die ihre Schwester getötet hat. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Gut, dann würde ich mit hängendem Kopf aus dem Wald rausgehen. Ja. Ja, das Dörfchen ist wieder friedlich irgendwie im Schlummer versunken und man sieht nur einzelnes Licht, die sieht man noch brennen, aber eigentlich sind die meisten Häuser schon wieder im Dunkel und man hört hier und da ein Schnarchen aus den Häusern. Gut, da jetzt nachts Rabatz zu machen, ist sinnlos. Würde mich schwer grübelnd auf mein Lager betten und überlegen, was ich nächsten Tag tun werde, weil jetzt muss gehandelt werden. Ja. Mit geschäftigen Gedanken schläfst du ein und wälzt dich von einer Ecke auf die andere und findest ganz schwer nur Schlaf. Rechts kannst du nicht liegen, links kannst du nicht liegen, und das erste Mal seit den 2 Monaten, die du hier bist, piekt das Heu irgendwie im Rücken und so, und als du kurz vor Morgengrauen dann doch noch ein paar irgendwie die Augen vor Müdigkeit schließen musst und dann doch einnickst irgendwie
und einschläfst. Aber es ist nicht mehr viel Schlaf, was du bekommst. Aber dafür wirst du umso sanfter geweckt am nächsten Morgen, denn jemand küsst dich wach. Oh, ich öffne die Augen. Enna sitzt da, über dir gebeugt. Guten Morgen, meine Blume. Guten Morgen. Gut geschlafen? Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen, mit dem Zusatz, ich hoffe, du hast besser geschlafen als ich. Ich habe hervorragend geschlafen. Ich habe viel nachgedacht gestern Abend. Über was? Ich muss dir was sagen. Und sie druckst so ein bisschen herum und piekst so ein bisschen mit dem Finger so im Heu hin und her neben dir. Ich will das nicht, was mein Vater da macht. Das kann ich gut verstehen. Selbst wenn wir uns nicht kennen würden, kann ich jedes Menschen verstehen, dass Boromir nicht heiraten will. Ich hab gebetet, dass die Götter mir ein Zeichen senden, dass was ich tun soll. Wie du gesagt hast. Und? Ja, sie hat kurz so ein Lächeln auf den Lippen, irgendwie so, verfällt dann aber kurz wieder so in so ein zweifelndes Gesicht. Ich glaube, wie erkennt man ein göttliches Zeichen, Nasir? Es kommt drauf an, von welchem Gott es ist, aber einen ersten Schritt dadurch, dass es auf keinen Fall von einem Menschen kommen kann. Aber hundertprozentig sicher kann man sich nicht sein, aber du wirst es auf dein Herz hören müssen. Wenn dein Herz dir sagt, es kann nur ein göttliches Zeichen sein, dann sprich, was war es denn? Es ist schon, ich trage das schon so ein paar Tage mit mir herum. Ich hätte es dir viel früher sagen sollen, aber du wirst Vater. Ich habe es mir so gedacht. Ich habe es mir so gedacht. Scheiße! Grundlegend freue ich mich. Ja. Wir sind von Raja gesegnet, meine Blume. Das ist ein großes Feier. Wir sind von der Göttin gesegnet. Wir. Und doch stellen uns die Götter gerade vor eine schwere Prüfung. Das kann doch kein Zufall sein, dass das gerade jetzt passiert. Aha. Nachdem ich gebetet habe und dann, naja, Zeichen eindeutig, glaube ich. Ja. Wir haben doch immer aufgepasst. Genau. Gut. Ich denke, das ist ein Umstand, den wir deinem Vater nur ziemlich schwer beibringen können, oder? Das wird schwer. Vielleicht sagen wir ihm erstmal nichts. Ja, versuchen das. Ich meine, es ist ja noch etwas Zeit. Bis du heiratest. Da war ja was. Ja. Und ja. Dieses unangenehme Thema bringt mich noch zu einem unangenehmeren Thema. Hast du den Schrei heute Nacht gehört? Ja, ich war ja auch auf dem Dorfplatz, genau wie du auch. Ich war im Wald. Du warst im Wald? Ja. Oh mein Gott. Nicht zum ersten Mal. Allerdings habe ich gestern etwas gefunden, was mich mehr als nur besorgt, um nicht zu sagen panisch macht. Hast du das Monster gesehen? Nein. Doch, das Monster habe ich gesehen auf dem Dorfplatz, aber das ist ein anderes Thema. Was? Es war hier im Dorf? Das Monster war hier im Dorf? Ja. Es war der Sohn des Schmiedes und es trug ein blutiges Schwert. Boromir? Ich habe gestern ein blutverschmiertes Schwert bei Boromir gesehen. Ich bin seinen Spuren in den Wald gefolgt. Und Boromir war auch im Wald?
Ja, er hat dort eine Elfe erschlagen. Eine was? Eine Elfe. Waldbewohner, spitze Ohren, große Augen, magisch begabt, singen gerne. Okay. Und ich glaube, ich muss dir nicht erläutern, was es bedeutet, wenn ein Mitglied aus einem menschlichen Dorf in der Nähe von einem Wald, der von Elfen bewohnt ist, eine Elfe tötet. Das ist nicht gut. Ich kenne mich nicht sehr mit Elfen aus, aber wenn ich überlege, einer aus einem Nachbarvolk würde jemanden aus meinem Volk töten, das heißt bei den Erwachsenen meistens Krieg. Oh mein Gott, dann... Was machen wir denn dann jetzt? Das müssen die Ältesten entscheiden, aber ich denke, wenn das nicht geklärt werden kann und Boromir sich nicht entschuldigen will oder entschuldigen kann, ist das ganze Dorf in Gefahr. Ich glaube, wenn er das war, dann richtig. Er wird sich nicht entschuldigen, glaube ich. Richtig. Das heißt... Er wird es abstreiten. Natürlich wird er es abstreiten, er ist ein Holzkopf. Er wird die Schuld auf irgendjemand anderen schieben, wahrscheinlich. Irgendjemand, der... Auf mich. Ja, wahrscheinlich. Er hat mich Wenn du schon zugegeben hast, dass du im Wald warst, hat dich jemand gesehen? Ja, er. Aber ich kann es auch von mir, meiner Mutter und meinem Gott nicht verantworten, jetzt einfach zu sagen, wir beide verschwinden aus dem Dorf und überlassen es seinem Schicksal. Auch wenn dein Vater vielleicht nicht der netteste Zeitgenosse ist, er hat es nicht verdient, dass man ihn mit offenen Augen in einen verheimlichten Tod retten lässt. Nur weil er am Wald vorbeigeht und Wasser holen möchte und dann von einem jetzigen Elfen erschossen wird. Kann man denn nicht mit diesen Elfen reden? Wenn man sie trifft, ich habe bis auf die verletzte Elfe keinen gesehen bis jetzt im Wald. Ich meine, dass er uns irgendwann mal in die Scheiße reitet, war ja klar. Ich denke, wir könnten eventuell deine Mutter einweihen. Sie wird vielleicht eher zuhören als dein Vater und ich muss ihr klar machen, dass ich irgendwie im Wald die Elfen suchen muss und ich muss das gerade biegen. Ansonsten wird das eventuell sehr böse eskalieren. Ja, das klingt nach einem guten Plan, aber ich wüsste nicht, was meine Mutter machen soll. Sie könnte eine Ausrede erfinden, dass sie mich für irgendeinen Botengang braucht, sodass ich den Tag über im Wald verbringen kann und dein Vater keinen Verdacht schöpft. Ja, das ist eine gute Idee. Ich denke, das wird sie machen. Ja. Ich denke aber, ich sollte eventuell alleine mit ihr reden oder möchtest du dabei sein? Lieber nicht. Ja, nicht, dass noch mehr Dinge ans Tageslicht kommen. Nicht jetzt. Danke für dein Verständnis, aber wir werden uns darum kümmern. Ich werde dich damit nicht alleine lassen. Sollte so ein schöner Tag werden. Ja, ich stehe zu meinen Taten. Gab's denn da noch einen an... Nein, lassen wir das. Gut, dann würde ich mich raus... Würde sie nochmal küssen, würde mich dann rausbewegen. Ja. Warten, bis der Bauer irgendwo draußen rumläuft. Mhm. Und mich dann an ihm vorbei irgendwie ins Haus schleichen, sodass er mich nicht sieht. Mhm. Und hoffen, dass die Bäuerin in der Küche ist. Ja, wie immer, jeden Morgen. Und auch wie immer ist das Care-Paket für den Tag schon geschnürt und liegt auf dem Tisch. Ja, super. Einen wunderschönen guten Morgen, Feenholde. Bringe ich vor, allerdings auf jeden Fall merklich, dass ich nicht so verzückt bin wie sonst. Oder nicht so extrem charmant, dass mir was irgendwo auf der Seele liegt. Einen schönen guten Morgen, Nasir. Hast du kurz Zeit? Das Brot muss noch in den Ofen, weil dann habe ich Zeit, ja? Und schieb das dann mal so. Ja, ich kann dir gerne anfassen. Ja. Hast du heute Nacht den Schrei gehört? Ja, furchterregend. Das Monster hat schon lange nicht mehr geschrien.
Ja, das Ereignis, das zu dem Schrei führte, ist furchterregend und das ist der Grund, warum ich deine Hilfe brauche. Hä? Ja. Du sprichst ein Rätsel. Ich weiß. In der Kurzfassung, ich sah auf dem Dorfplatz, dass Boromir und seine Freunde später dazu kamen. Ich schaute mir sie genau an. Boromir trug ein Schwert, das mit Blut bespritzt war. Ich sprach ihn darauf an, er wischte das Blut ab und der Beweis war dorthin. Als die Menschen den Dorfplatz verließen, folgte ich Boromils Spur in den Finsterwald. Er war dort. Vorher. Mit einem Schwert, das mit Blut getränkt ist. In dem Finsterwald fand ich ein zutiefst verletztes Lebewesen. Also extrem schwer verletztes Lebewesen. Und wäre es ein Tier, wäre es schade, aber nicht tragisch. Allerdings hat Boromir eine Waldelfe tödlich verletzt. Eine was? Ein Volk, das im Wald lebt, spitze Ohren hat, große Augen, gerne singt, magisch begabt ist, genannt Elfen. Die nicht sehr viel von Menschen halten. Und woher weißt du, dass Boromir das war und nicht das Monster? Weil sie quer über die Brust einen Schnitt hatte, der von einem Schwert stammte. Ich habe schon Schwert gesehen. Ich habe versucht, sie zu heilen mit der Segen meines Gottes, aber ich war nicht stark genug. Sie ist verstorben. Und jetzt? Wie kann ich dir helfen dabei? Also ja, ich muss in den Wald, ich muss die Elfen finden und ich muss die Elfen davon zu überzeugen, keine Blutrache an dem ganzen Dorf zu nehmen dafür, dass ein Tölpel eine Dummheit gemacht hat. Eine sehr traurige, sehr schwerwiegende Dummheit, aber immerhin noch eine Dummheit. Und seien wir mal ehrlich, ein eingeborenes Volk wird von einem Menschen angegriffen, dessen Siedlung in der Nähe ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Rache wollen, ist relativ hoch. Ja, du hast recht. Das klingt plausibel. Wo ich jetzt sehr beunruhigend. Richtig. Wo ich jetzt zu meiner Bitte käme, ich bräuchte über Tag Zeit, um im Wald nach den Elfen zu suchen. Nachts bin ich blind. Ich kann mit einer Laterne rumlaufen, aber ich muss auch irgendwann schlafen. Das habe ich heute Nacht ein paar Stunden gemacht und bin in den frühen Morgen erst hergekommen, um einzuschlafen. Mir steckt das noch ganz schön in den Knochen, aber ich muss heute los. Du müsstest irgendeine Ausrede erfinden und mich irgendwo hinschicken, damit der Bauer mich nicht vermutet. Natürlich, natürlich. Ich bräuchte noch... Ich habe gestern so ein paar Gewürze gekauft. Die hat er noch nicht gesehen. Vielleicht schicke ich dich Gewürze holen? Ins Nachbardorf oder so? Okay, ich wollte gerade fragen, wo denn im Nachbardorf? Okay, dann nehme ich die Gewürze sicherheitshalber mit, damit ich sie dir bringen kann. Ja, tu das. Und nicht, dass ich jetzt zu theatralisch klingen möchte. Danke und dein Dorf steht unwissend in deiner Schuld. Okay. Du sei vorsichtig. Das werde ich natürlich tun. Den Spruch mit dem Schwiegersohn verkneife ich mir noch. würde dann wieder etwas fröhlicher lächeln zu ihr ihren schönen Tag wünschen, mein Care-Paket natürlich mitnehmen. Mhm. Mir einen Wasserschlauch besorgen, weil ich nicht weiß, wie lange ich laufen muss heute. Bis wann brauchst du die Gewürze wieder? Reicht es heute Abend? Ja, sicher, klar. Gut. Also, wenn du die... Solltest du dich auch den ganzen Tag nicht blicken lassen. Das ist fast deine Tages... Also, den ganzen Tag wärst du unterwegs. Ja, danke. Ich sprich relativ früh mit dem Bauern, nicht, dass er jetzt den Hof zusammen schreit. Ich sag ihm Bescheid. Ja, dann würde ich mich nochmal schnell zu meiner Mutter machen. Mhm. Ja. Die ist immer noch ans Bett gefesselt, obwohl sie hat den Verband abgenommen, der das Bein hochlegt und versucht halt ständig irgendwie ihren Fuß irgendwie zu bewegen, so ein bisschen zu trainieren, als du reinkommst. Nicht auf,
nicht aufzutreten, sondern nur den Fuß zu bewegen. Nee, so, er hat das, der Spine liegt ja auf so einem Kissen und er versucht halt so den Fuß kreisen zu lassen und so. Ja. Ja, ich würde da zwar mit betroffener Miene, aber doch mit so einem leichten Lächeln in den Mundwinkeln reinkommen. Immer wieder der alte Freigeist, Mutter. Ich muss aus diesem dämonenverseuchten Bett heraus. Bitte, wieso Dämonen verseucht? Ich weiß nicht. Fühlst du dich Irgendwann wieder ist besser? irgendwas, irgendwann wächst es an mir fest. Okay. Aber du, was macht dein Husten? Fühlst du dich ein wenig besser? Der Tee ist sehr gut und ich glaube, der hat sehr gut geholfen. Das freut mich. Ja, ich würde dann langsam den Vorhang oder die Tür zuziehen, je nachdem, wie der Raum abgehört. Also du siehst übrigens auch, dass die Ritzen irgendwie unter dem Fenster lehnen, dass man da so eine Decke reingestopft hat. Ah, super. Da scheint es sich doch ein bisschen zu motivieren. Ich war gestern nicht in der Kneipe, da muss ich noch hin. Ja, so. Tag ist so kurz. Dam, dam, dam. Ja, auf jeden Fall. Plan, Plan, Plan. Wir würden auf jeden Fall die Tür zuziehen oder der Vorhang, je nachdem, wie der Raum abgetrennt ist. Mutter, ich muss ernsthaft mit dir reden. Ja, Hast du das den klingt Schrei sehr gestern? unheilvoll, wenn du solche Worte sagst. Es tut mir leid. Hast du den Schrei gestern Nacht gehört? Ja, den habe ich gehört. Und der Heiler sagte irgendwie, das Monster Ein aus dem Monster im Wald. Wald. Ja. Nein, es war ein Monster, es war im Wald, aber es ist ein Mensch. Ich würde dann die Story nochmal runterspulen. Also ich Ja, habe auf ja, dem. ja. Nochmal wiederholen, oder? Nee, das ist okay. Ja. Und dann halt bei dem Punkt. Und ja, da ich schon mal vorher im Wald war und auch der Einzige wohl noch bin, der sich reintraut und ohne angeben zu wollen, das Diplomatie-Geschick hat, mit Elfen zu verhandeln, werde ich heute in den Wald gehen, werde die Elfen suchen. Das ist, halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Kannst du mir etwas über Elfen oder Waldelfen mit auf den Weg geben, was man auf keinen Fall tun müsste, oder offizielle Begrüßung bei ihnen? Kennst du irgendwas? Es ist sehr lange her, seit ich mit Elfen zu tun hatte. Sehr, sehr lange her. So damals Aufzeichnungen gemacht. Bestimmt irgendwann, aber die habe ich nicht mehr bei mir. Sie haben eine ganz eigene Sprache, irgendwie. Sie ist sehr melodiös und viele von ihnen empfinden unsere Sprache als böse, krächzend und laut und versuch vielleicht nicht normal zu sprechen, versuch etwas Melodie in die Stimme zu legen. Vielleicht beschwichtigt sie das. Weil, wenn Elfen reden, dann hört es sich so an, als würden sie singen. Verstehe, kannst du irgendein Wort in der Sprache, vorzugsweise Freund? Es tut mir leid, aber ich weiß nicht um die Sprache der Elfen. Ich verstehe. Man sagt, dass einige Zauber, die Magier beherrschen, auf elfischen Zaubern basieren. Ah. Moment. Gib mir eine Sekunde. Kann ich Mondsilberzunge schon? Weiß nicht, steht das auf deinem. Du hattest auch alles auf 1 auf zumindest, ne, gehabt. Da, den und die wundersame. Ah, ne, wundersame Verständigung war das, glaube ich. Hatte ich auf 4. Ja, wundersame Verständigung ist ja was anderes, glaube ich. Also einer von beiden ist eine andere Sprache beherrschen. Da müsste ich jetzt gerade nochmal gucken, welche das ist. Schau mal nach, welche ist. Aber Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Mondsilberzunge ist nur, du wirst dem anderen gegenüber vertrauenserweckender. Und wie ist das nochmal? Wundersame Verständigung.
Ah, der Geweihte kann eine ihm sonst unbekannte Sprache sprechen. Er hält die Stufen in der Sprache, die er gerade für die Kommunikation benötigt. Also ein bis zwei Qualitätsstufen wäre Sprachstufe 1, würde ja zumindest für eine grundlegende Verständigung die Freunde erreichen. Und 3, 4 wäre dann Sprachstufe 2, das wäre ja schon mal eine grundlegende, sinnvolle Konversation. Aber ich glaube, so gut konntest du die Liturgie gar nicht, dass du 3 oder 4 Qualitätsstufen hinkriegst, ne? Nee. Ich habe nur 4 drin. Also wäre maximal Qualitätsstufe 2 drin. Aber vielleicht kann das deine Mentorin. Und den Zauber auf mich wirken? Nee, ja, vielleicht kann sie selbst den ja auch. Die wundersame Verständigung. Ja. Würdest du fragen, beherrschst du die wundersame Verständigung? Klar. Das ist, wie wir uns halt mit den Völkern verständigen, wenn wir woanders damit unterwegs sind. Das habe ich dir auch schon öfter versucht zu erklären. Damit könnte ich mit den Elfen in Kontakt treten. Das ist richtig. Gute Idee. Ich meine, Kenntnisse darin sind leider nur sehr begrenzt, aber ich denke, für einen grundlegenden Wortaustausch wie Freund und Bitte um Vergebung oder so etwas. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Du hast mich viel gelehrt, Mutter, und irgendwann muss ein kleiner Vogel das Nest verlassen, seine Flügel spreizen und den ersten Flugversuch wagen. Bis jetzt hast du mich immer im Fall aufgefangen. Jetzt musste ich es allein versuchen. Dann flieg alleine, kleiner Vogel. Ich werde mein Bestes geben. Und ich denke, hier können wir kurz die Pause machen, weil du musst ja jetzt gleich weg, ne? 25? Ja, und ich finde, das passt gerade ziemlich gut mit dem Worten. Ja, passt super, ja. Und wir melden uns dann wieder, wenn der gute Mischka wieder vor Ort ist und solange unterbreche ich auch den Stream und ich bin dann, wie lange wird es ungefähr dauern? Wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde oder so. Insgesamt, ja, ab jetzt eine Dreiviertelstunde, ja. Dann sind wir wieder für euch da und erzählen euch die Geschichte zu Ende von Nasir, der Elfe und dem verwunschenen Wald. Ziehen den Arm irgendwie wieder aus der Patsche, in der er drin steckt. So, macht's gut, Leute, bis gleich.